Eine Katze streichelte ihre Wange mit samt weicher Pfote. Ganz leicht, aber sehr nachdrücklich. Darcy versuchte sie wegzuwischen, aber ihre Hand schien eine halbe Tonne zu wiegen. Und dies war ohnehin nur ein Traum. Es musste einer sein, weil sie keine Katze hatten. Gibt es andererseits in einem Haus genügend Katzenhaare, muss es irgendwo eine geben, sagte ihr Verstand, der ums Aufwachen kämpfte. Ihr durchaus vernünftig. Jetzt streichelte die Pfote ihren Pony und die Stirn darunter. Und das konnte keine Katze sein, weil Katzen nicht reden konnten. Wach auf, Dals! Wach auf, Schatz! Wir müssen miteinander reden! Eine Stimme, sanft und wohltuend wie die Berührung. Bobs Stimme und keine Katzenpfote, sondern eine Hand. Bobs Hand. Nur konnte das nicht seine sein, weil er in Munk. Sie riss die Augen auf. Und da war er tatsächlich. Saß neben ihr auf der Bettkante und streichelte ihr Gesicht und ihr Haar, wie er es manchmal tat, wenn sie gesundheitlich nicht ganz auf dem Posten war. Er trug einen Dreiteiler von Joseph A. Bank. Dort kaufte er alle seine Anzüge und nannte das Geschäft, ein weiterer seiner halb amüsanten Ausdrücke, Joss Bank. Aber Weste und Hemdkragen waren aufgeknöpft. Sie konnte sehen, dass ein Ende seiner Krawatte wie eine rote Zunge aus seiner Jackentasche ragte. Der Bauch quoll ihm über den Gürtel und ihr erster zusammenhängender Gedanke war: Du musst wirklich etwas gegen dein Übergewicht tun, Bobby. Es ist nicht gut für dein Herz. Es kam als fast unverständliches Krächzen heraus. Er lächelte und streichelte weiter ihr Haar, ihre Wange, ihren Nacken. Sie räusperte sich und versuchte es noch einmal. Was machst du hier, Bobby? Es muss schon Sie hob den Kopf, um auf seinen Wecker zu sehen. Aber das nutzte natürlich nichts. Sie hatte das Zifferblatt zum Fenster hinweggedreht. Er sah auf seine Armbanduhr. Er hatte gelächelt, während er sie wach gestreichelt hatte, und er lächelte auch jetzt. Viertel vor drei. Nachdem wir telefoniert haben, habe ich fast zwei Stunden lang in meinem dummen alten Motelzimmer gesessen und mir einzureden versucht, dass nicht stimmen konnte, was ich dachte. Andererseits hätte ich nicht Karriere gemacht, wenn ich wahrheitsscheu wäre. Also habe ich mich in den Bourbon gesetzt und bin losgefahren, praktisch ohne Verkehr. Ich weiß wirklich nicht, warum ich nicht öfter später nachts fahre, Vielleicht tue ich das noch. Das heißt, wenn ich nicht in Shawshank einsitze oder im New Hampshire State Prison in Concord. Aber das hängt irgendwie von dir ab, nicht wahr? Seine Hand, die ihr Gesicht streichelte. Diese Berührung war ihr vertraut, selbst der Geruch war vertraut, und sie hatte sein Streicheln immer geliebt. Jetzt tat sie es nicht. Und das lag nicht nur an den schrecklichen Entdeckungen dieser Nacht. Wie konnte ihr bisher entgangen sein, wie selbstgefällig besitzergreifend seine Berührung war. Du bist eine alte Hündin, aber du bist meine alte Hündin, schien sie zu sagen. Nur hast du diesmal eine Pfütze gemacht, während ich weg war. Und das ist schlimm. Das ist sogar ganz schlimm. Sie schob seine Hand weg, und setzte sich auf. Um Himmels Willen, wovon redest du? Du schleichst dich hier rein? Du weckst mich auf? Ja. Du hast bei Licht geschlafen. Das habe ich gleich gesehen, als ich in die Einfahrt eingebogen bin. Sein Lächeln war nicht im geringsten selbstbewusst, auch nicht bedrohlich. Es war das gutmütige Bob-Anderson-Lächeln, das sie fast von Anfang an geliebt hatte. Einen Augenblick lang hing sie der Erinnerung nach. Wie sanft er in ihrer Hochzeitsnacht gewesen war, wie er sie nicht gedrängt hatte, wie er ihr Zeit gelassen hatte, sich an das Neue zu gewöhnen. Was er auch diesmal tun wird, dachte sie, und sie wusste, dass ihre Vermutung zutreffen würde. Du schläfst sonst nie bei Licht, Dars. und obwohl du dein Nachthemd anhast, trägst du darunter einen Büstenhalter, was du ebenfalls nie tust. Hast einfach vergessen, ihn auszuziehen, nicht wahr? Armer Schatz. Armes, müdes Mädchen. Er berührte flüchtig ihre Brust, dann nahm er, Gott sei Dank, die Hand wieder weg. Außerdem hast du meinen Wecker umgedreht, um die Uhrzeit nicht sehen zu müssen. Du hast einen Schock erlitten und ich bin schuld daran. Das tut mir leid, Dars. Aus tiefster Seele leid. Ich habe etwas gegessen, das mir nicht bekommen ist. Etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Er lächelte geduldig. Du hast mein spezielles Versteck in der Garage gefunden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh. Du hast dich bemüht, alles so zu hinterlassen, wie du es vorgefunden hattest, aber ich bin in solchen Dingen sehr penibel. Und der kleine Klebstreifen, den ich am oberen Rand der Klappe angebracht hatte, war zerrissen. Das hast du nicht gemerkt. Stimmt's? Ja, wie denn auch? Diese Sorte Klebeband ist fest angedrückt, fast unsichtbar. Und die Kassette steht zwei, drei Finger breit weiter links, als ich sie abgestellt habe, als ich sie immer hinstelle. Er streckte eine Hand aus, um abermals ihre Wange zu streicheln und zog sie, Anscheinend ohne Groll, sofort zurück, als Darcy den Kopf wegdrehte. Bobby, ich merke, dass du irgendeine fixe Idee hast, aber ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Vielleicht bist du überarbeitet. Er verzog die Lippen zu einer betrübten kleinen Grimasse, und seine Augen wurden tränenfeucht. Unglaublich. Sie musste sich beherrschen, um ihn nicht zu bemitleiden. Emotionen waren anscheinend nur eine weitere menschliche Gewohnheit, ebenso konditioniert wie alle anderen. Ich ähm, habe wohl immer gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Bob seufzte. Ich hatte auf einer langen Rückfahrtzeit über diese Sache nachzudenken, Schatz. Und äh, je länger, je Intensiver ich darüber nachgedacht habe, desto klarer ist mir geworden, dass tatsächlich nur eine einzige Frage beantwortet werden muss. W W D T. Ich verstehe nicht", Psst, sagte er und legte ihr sanft einen Finger auf die Lippen. Sie konnte Seife riechen. Er musste geduscht haben, bevor er das Motel verlassen hatte, etwas, was für Bob typisch war. "Ich werde dir alles erzählen." Ich will dir alles gestehen. Ich glaube, dass ich mir im Innersten stets gewünscht habe, alles zu bekennen. Und obwohl sie vielleicht noch Schlimmeres erwartete, war dies das Schrecklichste, zumindest vorerst. Ich will nichts hören. Ich weiß nicht, welche fixe Idee dich umtreibt, aber ich will nichts davon wissen. In deinem Blick lese ich etwas anderes, Schatz. Und ich bin sehr gut darin geworden, die Blicke von Frauen zu deuten. Darin bin ich geradezu Experte. WWDT bedeutet: Was würde Darcy tun? In diesem Fall, was würde Darcy tun, wenn sie mein spezielles Versteck und den Inhalt meiner speziellen Kassette fände? Ich habe dieses Kästchen übrigens immer geliebt, weil du es mir geschenkt hast. Er beugte sich vor. Und drückte ihr rasch einen Kuss auf die Stirn. Seine Lippen waren feucht. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfüllte diese Berührung ihrer Haut sie mit Abscheu. Und ihr kam in den Sinn, dass sie tot sein könnte, bevor die Sonne aufging. Weil tote Frauen nichts ausplauderten. Allerdings, dachte sie, würde er möglichst dafür sorgen, dass ich nicht leide. Als erstes habe ich mich gefragt, ob der Name Marjorie Duval dir etwas sagen würde. Als Antwort auf diese Frage hätte ich mir ein großes altes Nein gewünscht, aber manchmal muss man realist sein. Du bist nicht der größte Nachrichtenjunkie der Welt, aber ich habe lange genug mit dir zusammengelebt um zu wissen, dass du die wichtigsten Meldungen im Fernsehen und in der Zeitung verfolgst. Ich habe angenommen, dass du den Namen oder zumindest das Führerscheinfoto erkennen würdest. Außerdem habe ich mich gefragt, wird sie nicht neugierig sein, wie ich zu diesen Ausweiskarten gekommen bin? Frauen sind immer neugierig. Sieh dir Pandora an oder Blaubarts Frau", dachte Darcy. Die Frau, die einen Blick in den abgesperrten Raum warf und darin die abgeschlagenen Köpfe aller ihrer Vorgängerinnen entdeckte. Bob ich schwöre dir, dass ich keine Ahnung habe, wovon, redest. Also habe ich nach meiner Ankunft als erstes deinen Computer hochgefahren, Firefox geöffnet das ist der Browser, den du immer benutzt und mir den Verlauf angesehen. Den was? Er schmunzelte, als wäre ihm eine besonders witzige Pointe gelungen. Du weißt nicht einmal, was ich meine. Das habe ich mir gedacht, <laughs> denn bei jeder Kontrolle war immer alles da. Du löschst ihn nie. Und er schmunzelte erneut, so wie es ein Mann tat, wenn eine Frau eine Eigenschaft bewies, die er besonders liebenswert fand. Darcy spürte die ersten schwachen Zornregungen. Unter diesen Umständen vielleicht absurd, aber trotzdem deutlich spürbar. Du kontrollierst meinen Computer? <laughs> du Schnüffler! Dreckiger Schnüffler? Natürlich kontrolliere ich ihn. Ich habe einen sehr bösen Freund, der sehr schlimme Dinge tut. Ein Mann in meiner Lage muss auf dem Laufenden bleiben, was seine private Umgebung betrifft. Seit die Kinder aus dem Haus sind, besteht sie nur noch aus dir. Ein böser Freund? Ein böser Freund, der schlimme Dinge tat? Ihr schwindelte. Aber eines war ihr nur allzu klar. Weiteres Leugnen wäre zwecklos gewesen. Sie wusste Bescheid und er wusste, dass sie es wusste. Du hast dich nicht nur über Marjorie Duval informiert. In seiner Stimme hörte sie weder Schuldbewusstsein noch Rechtfertigungsversuche, sondern nur ein grausiges Bedauern darüber, dass es so weit gekommen war. Du hast dich über alles informiert. Dann lachte er und sagte: Hoppla! Sie setzte sich auf und lehnte sich ans Kopfende des Betts, wodurch sich der Abstand zu ihm leicht vergrößerte. Das war gut. Abstand war gut. In all diesen Jahren hatte sie Hüfte an Hüfte, Schenkel an Schenkel mit ihm gelegen, aber jetzt war Abstand gut. Welcher böse Freund? Von wem redest du überhaupt? Er legte den Kopf schräg. Bobs Körpersprache für Du bist begriffsstutzig, aber auf niedliche Weise. Brian. Anfangs hatte sie keine Ahnung, von wem er sprach, und vermutete, das müsse sein Arbeitskollege sein. Vielleicht ein Komplize? Auf den ersten Blick erschien das kaum wahrscheinlich, denn sie hätte behauptet, Bob habe so wenig Talent dafür, Freunde zu gewinnen, wie sie selbst, aber Männer, die solche Verbrechen begingen, hatten manchmal Komplizen. Schließlich jagten auch Wölfe in Rudeln. Brian Delahanty? sagte er. Erzähl mir bloß nicht, dass du Brian vergessen hast. Ich habe dir alles über ihn erzählt, nachdem du mir erzählt hast, was Brandolin zugestoßen ist. Ihr stand der Mund offen. Dein Freund aus der Highschool? Bob, der ist tot! Er ist unter einen Lastwagen geraten, als er einen Baseball fangen wollte, und jetzt ist er tot! Nun. Bobs Lächeln wurde zaghaft. Ja. und nein. Ich habe ihn fast ausschließlich Brian genannt, als ich dir von ihm erzählt habe, aber in der Schule habe ich ihn anders angesprochen, weil er seinen Vornamen gehasst hat. Ich habe ihn mit seinen Anfangsbuchstaben angesprochen. Ich habe ihn B. D. genannt. Sie wollte ihn fragen, was das mit dem bisherigen Thema zu tun habe, aber dann wusste sie es. Natürlich wusste sie es. B. D. B. 9. Er sprach lange. Und je länger er sprach, desto mehr steigerte sich ihr Entsetzen. In all diesen Jahren hatte sie mit einem Verrückten zusammengelebt. Aber woher hätte sie das wissen sollen? Seine Geistesgestörtheit glich einem unterirdischen See, über dem eine Felsschicht und eine Humusdecke lagen, auf der Blumen wuchsen. Man konnte zwischen den Blumen umherspazieren, ohne jemals zu ahnen, dass die Verrücktheit da war. Aber das war sie. Sie war schon immer da gewesen. Bob machte b D. Der erst Jahre später in seinen Mitteilungen an die Polizei zu Bidi geworden war, für alles verantwortlich. Aber Darcy ahnte, dass er das wieder besseren Wissen tat. Indem er Brian Delahanty alle Schuld zuschob, konnte er seine beiden Leben leichter auseinanderhalten und so die notwendige Maskerade beibehalten. Zum Beispiel sei es B.D.s Idee gewesen, Waffen in die Schule mitzunehmen und dort Randale zu machen. Wie Bob erzählte, war das im Sommer zwischen ihrem Freshman- und Sophomore-Jahr an der Highschool von Castle Rock gewesen. 1971, sagte er und schüttelte gutmütig den Kopf, wie ein Mann, der sich an irgendeinen harmlosen Kinderstreich erinnerte. Lange bevor diese Trottel in Columbine auch nur geboren wurden. Einige Mädchen haben uns hochnäsig behandelt. Diana Ramage. Laurie Swenson, Gloria Aggety, ah, und noch ein paar andere, deren Namen ich vergessen habe. Wir hatten vor uns Waffen zu besorgen. Brian's Dad hatte ungefähr 20 Pistolen und Gewehre im Keller, darunter zwei Lagerpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, von denen wir absolut fasziniert waren und sie mit in die Schule zu nehmen. Damals hat es natürlich noch keine Leibesvisitation, keine Metalldetektoren gegeben. Wir hatten vor, uns im Laborflügel zu verbarrikadieren. Wir würden die Türen mit Ketten sichern, ein paar Leute erschießen, hauptsächlich Lehrer, aber auch ein paar Mitschüler, die wir nicht mochten, und die anderen Schüler dann durch den Notausgang am Ende des Flurs ins Freie treiben. Naja, <laughs> die meisten halt. Die Mädchen, die uns hochnäsig behandelt hatten, wollten wir als Geiseln zurückbehalten. Das alles wollten wir natürlich tun. B.D wollte es tun, bevor die Cops eintreffen konnten. Er hat Pläne gezeichnet und hat eine Liste mit allen erforderlichen Schritten in seinem Geometrieheft. Ich glaube, dass es von Feueralarm auslösen, um Verwirrung zu erzeugen, insgesamt etwa 20 Schritte waren. Er lachte glucksend. Und sobald wir alle Zugänge gesichert hatten, er bedachte sie mit leicht verschämtem Lächeln aber sie glaubte zu wissen, dass er sich vor allem dafür genierte, wie dumm ihr ganzer Plan gewesen war. Na, das kannst du dir vermutlich denken. Zwei Teenager mit einem so hohen Hormonspiegel, dass wir geil geworden sind, wenn der Wind geweht hat. Wir wollten den Mädchen klar machen, dass wir sie laufen lassen würden, wenn sie uns. Du weißt schon, Echt gut ficken würden. Wenn sie es nicht täten, würden wir sie erschießen müssen. Und sie hätten gefickt, versteht sich. Er nickte bedächtig. Sie hätten gefickt, um zu leben. Da hatte B. D. Recht. Er ging ganz in seiner Erzählung auf. Seine Augen waren von grotesker, aber echter Nostalgie getrübt. Wonach? Nach diesen verrückten Jugendträumen? da sie befürchtete, es könnte tatsächlich so sein. Wir hatten auch nicht vor, wie diese Heavy Metal Blödmänner in Colorado Selbstmord zu verüben. Niemals. Der Laborflügel war unterkellert und Brian meinte, dass es dort unten einen Tunnel gab. Er hat gesagt, er würde vom Lagerraum bis zu der alten Feuerwache jenseits der Route 119 führen. Brian hat gesagt, als die Schule in den Fünfziger Jahren nur vom Kindergarten bis zur achten Klasse gereicht hat, hätte dort drüben ein Park gelegen, in dem die Kinder in der Pause gespielt hätten. Der Tunnel wäre gebaut worden, damit sie auf dem Hin- und Rückweg nicht über die Straße mussten. Bob lachte, was sie zusammenfahren ließ. Ich habe ihm alles geglaubt, aber in Wirklichkeit hat er lauter Scheiß erzählt. Im folgenden Herbst war ich selbst unten, um mich umzusehen. Der Lagerraum war voller Papier und hat nach der vervielfältiger Tinte gestunken, die man damals benutzt hat. Aber selbst ich konnte keinen Tunnel finden, obwohl ich schon damals sehr gründlich war. Ich weiß nicht, ob er uns beide oder nur sich selbst belügen wollte. Ich weiß nur, dass es keinen Tunnel gab. Wir hätten oben festgesessen. Und wer weiß, vielleicht hätten wir doch Selbstmord verübt. Was 14-Jährige tun werden, weiß man nie, oder? Sie rollen herum wie Bombenblindgänger. Aber du bist schon explodiert, dachte sie. Habe ich recht, Bob? Vermutlich wären wir ohnehin zu feige dafür gewesen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hätten wir versucht, die Sache durchzuziehen. BD hat mich ganz aufgeregt gemacht, indem er davon gesprochen hat, wie wir sie erst befummeln und dann dazu zwingen würden, sich gegenseitig auszuziehen. Er betrachtete sie ernst. Ja, ich weiß, wie das klingt. Bloß pubertäre wix Aber diese Mädchen waren wirklich hochnäsig. Wenn man mit ihnen reden wollte, haben sie gelacht und sind weggegangen. Dann haben sie an der Ecke der Mensa gestanden, die ganze Gänseherde haben uns angestarrt und noch mehr gelacht. Also konnte man uns eigentlich keinen Vorwurf machen, oder? Er betrachtete seine Finger, die rastlos auf seinen Hosenbeinen trommelten, die sich über den Schenkeln spannten. Dann sah er wieder zu Darcy auf. Verstehen, wirklich begreifen musst du, wie überzeugend Brian argumentieren konnte. Er war viel schlimmer als ich. Er war echt verrückt. Wir waren sauer auf diese Mädchen. Wir waren geil. Uns sind alle diese Filme im Kopf herumgegangen. Bonnie and Clyde, Easy Rider. Damals war eine Zeit, in der ganz Amerika rebelliert hat. Vergiss das nicht. Und das Ganze hat dazugehört. Das bezweifle ich, dachte sie. Das Erstaunliche war, wie er es verstand, das alles fast normal klingen zu lassen, so als gehörten Vergewaltigung und Mord zu den sexuellen Fantasien jedes Heranwachsenden. Vermutlich glaubte er das auch. Genau wie er an Brian Delahanty's angeblichen Fluchttunnel geglaubt hatte. Oder hatte er das nicht getan? Woher sollte sie das wissen? Schließlich hörte sie sich die Erinnerungen eines Wahnsinnigen an. Es war nur schwer, das zu glauben. Immer noch. Weil der verrückte Bob war. Ihr Bobby. Jedenfalls, sagte er schulterzuckend, ist es nie dazu gekommen. Das war der Sommer, in dem Brian hinter einem Baseball her auf die Straße gelaufen ist und überfahren wurde. Nach der Beerdigung hat es bei ihm zu Hause Kaffee und Kuchen gegeben und seine Mutter hat gesagt, wenn ich wollte, könnte ich in sein Zimmer hinaufgehen und etwas mitnehmen. Gewissermaßen als Andenken. Und ob ich wollte. <laughs> Worauf du Gift nehmen kannst. Ich habe sein Geometrieheft mitgenommen, damit niemand daran blättern und seinen Plan für die. Die große Baller- und Fickparty in Castle Rock finden konnte. So hat er sie nämlich genannt. Bob lachte wehmütig. Dann wurde er wieder ernst. Wäre ich ein gläubiger Mensch, würde ich sagen, dass Gott mich vor mir selbst gerettet hat. Und wer weiß, ob es nicht irgendetwas gibt, irgendein Schicksal, das seinen eigenen Plan für uns hat. Und dieses Schicksal hätte dich dazu bestimmt, Frauen zu foltern und zu ermorden? sagte Darcy. Sie konnte einfach nicht anders. Er starrte sie vorwurfsvoll an. Sie waren hochnäsig, sagte er mit lehrerhaft erhobenem Zeigefinger. Außerdem war das nicht ich. Es war Bidi, der diese Sachen gemacht hat. Und ich sage bewusst gemacht hat, Darcy. Ich sage gemacht hat statt Macht, weil das nun alles hinter mir liegt. Bob. Dein Freund B.D. ist tot. Er ist seit fast 40 Jahren tot. Das musst du doch bewusst sein. Ich meine, auf irgendeiner Ebene musst du es doch wissen. Er warf die Hände hoch. Eine Geste gutwilliger Kapitulation. Willst du es Schuldverdrängung nennen? Das würde ein Seelenklempner vermutlich tun. Und meinetwegen kannst du das auch tun. Aber hör zu, Darcy. Er beugte sich vor... Und sie befürchtete einen schrecklichen Augenblick lang, er werde sie küssen oder es zumindest versuchen. Stattdessen drückte er nur einen Finger zwischen den Augenbrauen an ihre Stirn. Hör zu und kapier das endlich. Es war Brian. Er hat mich, naja, mit bestimmten Ideen infiziert, sagen wir es mal so. Von manchen Ideen kann man sich nicht mehr frei machen, sobald man sie im Kopf hat. Man kann. Man bekommt die Zahnpasta nicht wieder in die Tube zurück? Er klatschte so laut in die Hände, dass sie fast aufgeschrien hätte. <laughs> ja, genau! Man bekommt die Zahnpasta nicht wieder in die Tube zurück! Brian war tot, aber seine Ideen waren lebendig. Diese Ideen, sich Frauen schnappen, ihnen irgendetwas antun, welche verrückte Idee einem gerade in den Sinn kommt, sie sind sein Geist geworden. Als er das sagte, wanderte sein Blick nach links oben. Da sie hatte irgendwo gelesen, eine solche Mimik bedeute, dass der Betreffende bewusst log. Aber war es wichtig, ob er das tat oder wen von ihnen er belog? Wahrscheinlich nicht. Ich will nicht ins Detail gehen, sagte er. Das ist nichts für ein Sweetheart wie dich. Und ob es dir nun gefällt oder nicht, im Augenblick wohl eher nicht. Bleibst du mein Sweetheart. Aber du sollst wissen, dass ich dagegen angekämpft habe. Ich habe sieben Jahre dagegen gekämpft, aber diese Ideen, Brian's Ideen, sind immer stärker geworden, bis ich mir schließlich gesagt habe, ich werde es mal versuchen, nur um es aus dem Kopf zu bekommen, um ihn aus meinem Kopf zu bekommen. Wenn ich gefasst werde, werde ich eben gefasst. Aber ich kann wenigstens aufhören, daran zu denken, Vermutungen darüber anzustellen, wie es wohl sein würde. Du erzählst mir, das sei männlicher Forscher dran gewesen, sagte sie bedrückt. Naja, so könnte man es irgendwie nennen. Oder als ob man einen Joint probiert, nur um zu sehen, was die ganze Aufregung soll. Er zuckte bescheiden, jungenhaft mit den Achseln. Irgendwie. Das war. Keine Erkundung, Bobby. Das war nicht, als ob man einen Joint versucht. Das war Mord an einer Frau. Sie hatte weder Schuldbewusstsein noch Schamgefühl gesehen. Absolut nichts. Er schien außerstande zu sein, solche Gefühle zu empfinden, so als wäre der Schalter, der sie kontrollierte, defekt geworden, möglicherweise schon vor der Geburt. Aber jetzt bedachte er sie mit einem schmollenden, gekränkten Blick mit dem Du verstehst mich nicht Blick eines Teenagers. Da sie. Sie waren hochnäsig. Sie wollte ein Glas Wasser, fürchtete sich aber davor aufzustehen und ins Bad zu gehen. Sie fürchtete, er würde sie aufhalten. Und was würde danach kommen? Was dann? Außerdem, fuhr er fort, habe ich nicht erwartet, gefasst zu werden. Nicht, wenn ich sorgfältig vorging und einen Plan machte. Also keinen unausgereiften, geilen Plan eines 14-Jährigen, sondern einen richtigen, einen realistischen Plan. Und mir ist noch etwas klar geworden. Ich konnte es nicht allein schaffen. Selbst wenn ich es nicht aus Nervosität vermasseln würde, könnte mein schlechtes Gewissen alles verderben, weil ich einer der guten Kerle war. So habe ich mich gesehen, und ob du es glaubst oder nicht, so sehe ich mich noch immer. Und das kann ich beweisen oder nicht. Ein schönes Heim, eine gute Frau, zwei ansehnliche Kinder, die jetzt erwachsen sind und ihr eigenes Leben beginnen. Und ich habe dem Gemeinwesen etwas zurückgegeben. Deshalb habe ich zwei Jahre lang ehrenamtlich das Amt unseres Stadtkämmers übernommen. Deshalb arbeite ich jedes Jahr mit Winnie Ashler zusammen, um die Blutspendenaktion an Halloween zu organisieren. Du hättest Marjorie Duval um eine Blutspende bitten sollen, dachte Darcy. Sie hatte Blutgruppe A positiv. Dann sagte er, indem er sich wie ein Mann, der seine Argumente mit einem letzten unwiderlegbaren Punkt untermauerte, leicht aufplusterte, das steckt auch hinter meiner Arbeit mit den Jugendpfadfindern. Du hast geglaubt, ich würde aufhören, als Donny zu den Pfadfindern gegangen ist. Ich weiß, dass du das geglaubt hast, aber ich hab's nicht getan, weil es mir niemals nur um ihn gegangen ist, sondern um das Gemeinwesen, dem ich etwas zurückgeben wollte. Dann gib Marjorie Duval ihr Leben zurück, oder Stacy Moore, oder Robert Shaverstone. Der letzte Name erreichte sein Ziel. Bob zuckte zusammen, als hätte sie ihn geschlagen. Der Junge war ein Unfall. Er hätte nicht dort sein sollen. Aber dass du dort warst, war kein Unfall. Das war nicht ich, sagte er und fügte dann die endgültige, surreale Absurdität an. Ich bin kein Verbrecher. Das war B. Es ist immer B. D. Es war seine Schuld, dass er mir diese Ideen überhaupt in den Kopf gesetzt hat. Allein wäre ich nie darauf gekommen. Meine Mitteilungen an die Polizei habe ich mit seinem Namen unterzeichnet, nur damit das klar war. Natürlich habe ich die Schreibweise geändert, weil ich ihn einige Male B.D. genannt habe, als ich dir damals von ihm erzählt habe. Du hättest dich vielleicht nicht daran erinnert, aber ich wusste es natürlich. Wie zwanghaft er alles Erdenkliche tat, beeindruckte sie wider willen kein Wunder, dass er nicht geschnappt worden war. Wenn sie sich nicht den C an diesem verflixten Karton angestoßen hätte. Keine von denen hatte irgendetwas mit mir oder mit meinem Beruf zu tun. Auch nicht mit meiner Nebenbeschäftigung, das wäre sehr schlecht gewesen, sehr gefährlich. Aber ich reise viel und halte dabei die Augen offen. Das tut auch B.D. Der B.D. in meinem Inneren. Wir achten auf die Hochnäsigen, die sind immer leicht zu erkennen. Sie tragen viel zu kurze Röcke und lassen absichtlich ihre BH-Träger sehen. Sie locken Männer an, zum Beispiel diese Stacy Moore, von der hast du bestimmt gelesen verheiratet. Aber das hat sie nicht daran gehindert, mich mit ihren Möpsen am Arm zu streifen. Sie hat als Serviererin in einem Café gearbeitet im Sunnyside in Waterville. Da war ich oft bei Mickelsons Coins. Weißt du noch? Du bist sogar ein paar Mal mitgefahren, als Pete am Kobi war. Das war, bevor George Mickelson gestorben ist und sein Sohn den ganzen Lagerbestand verschleudert hat, um nach Neuseeland oder sonst wohin ziehen zu können. Diese Frau hat mich bedrängt, dar's. Hat ständig gefragt, ob ich noch etwas heißen Kaffee will, wollte meine Meinung zu den Red Sox hören, hat sich über mich gebeugt, ihre Möpse an meiner Schulter gerieben und ihr Bestes getan, um mich aufzugeilen. Was ja auch gelungen ist, das muss ich zugeben. Na, immerhin bin ich ein Mann mit Männerbedürfnissen und obwohl du mich nie abgewiesen oder nein gesagt hast, na ja, selten. Bin ich ein Mann mit Männerwünschen und einem schon immer starken Sexualtrieb? Manche Frauen spüren das und spielen gern damit. Das bringt sie zum Orgasmus. Er starrte mit dunklen, nachdenklichen Augen in seinen Schoß. Dann schien ihm etwas anderes einzufallen und er riss den Kopf hoch. Sein schütter werdendes Haar flog auf und legte sich dann wieder. Immer mit einem Lächeln. Roter Lippenstift und immer lächelnd. Aber ich kenne dieses Lächeln. Das tun die meisten Männer. Haha, ich weiß, dass du's willst. Ich kann es an dir riechen. Aber dieses kleine Reiben ist alles, was du kriegst. Also find ich damit ab. Ich konnte es. Ich konnte mich damit abfinden. Aber nicht Bidi. Der nicht. Er schüttelte langsam den Kopf. Solche Frauen gibt es viele. Es ist einfach, ihren Namen zu erfahren. Dann kann man sie im Internet aufspüren. Dort gibt es allerhand Informationen, wenn man sich auf Suchen versteht. Und das tut man in meinem Beruf. Das habe ich. ach, Dutzende von Malen gemacht. Vielleicht schon hundertmal. Man könnte es ein Hobby nennen, glaube ich. Man könnte sagen, dass ich außer Münzen auch Informationen sammle. Meistens wird nichts daraus, aber manchmal sagt B.D., sie ist diejenige, bei der du weitermachen musst, Bobby. Genau diese hier. Wir machen gemeinsam einen Plan und wenn es soweit ist, überlässt du die Sache einfach mir. Und das tue ich dann. Er nahm ihre Hand und umschloss ihre kalten, schlaffen Finger mit seinen. Du hältst mich für verrückt, das sehe ich dir an. Aber das bin ich nicht, Schatz. BD ist verrückt. Oder BD, wenn dir sein für die Öffentlichkeit bestimmter Name besser gefällt. Wenn du die Zeitungsmeldungen verfolgt hast, weißt du übrigens, dass ich in meine Mitteilungen an die Polizei absichtlich viele Rechtschreibfehler einstreue. Ich schreibe sogar die Adressen falsch. Ich habe eine Liste mit Rechtschreibfehlern in meiner Geldbörse, damit es immer die gleichen sind. Sowas nennt man Desinformation. Sie sollen BD für dumm halten, zumindest für ungebildet. Und genau das tun sie, weil sie dumm sind. Ich bin nur ein einziges Mal als Zeuge vernommen worden, ungefähr zwei Wochen, nachdem B.D. Stacey Moore umgebracht hat, von einem alten Kerl mit einem Hinkebein, halb pensioniert, hat mich aufgefordert, ihn anzurufen, wenn mir noch was einfallen würde. Ich hab's ihm versprochen. Das war köstlich. Er gluckste lautlos, wie er es manchmal tat, wenn sie sich zusammen Modern Family oder Two and a Half Men ansahen. Bis heute Nacht hatte diese Art zu lachen stets ihre eigene Belustigung gesteigert. Soll ich dir was sagen, Dars? Sollte ich auf frischer Tat ertappt werden, würde ich alles gestehen. Wenigstens vermute ich das. Ich glaube nicht, dass jemand hundertprozentig weiß, was er in einer solchen Situation tun würde. Aber ich könnte kein großes Geständnis ablegen, weil ich keine allzu genauen Erinnerungen an die wirklichen. Nun, Taten habe. Bidi verübt sie und ich verfalle. Ich weiß nicht. In eine Art Bewusstlosigkeit, eine Art Amnesie. Irgendeine verdammte Sache. Lügner, du erinnerst dich an alles. Das steht in deinem Blick. Es liegt sogar an der Art, wie du die Mundwinkel hängen lässt. Und jetzt liegt alles in Darcelins Hand. Er führte sie an die Lippen und küsste den Handrücken, als wolle er seine Aussage unterstreichen. Du kennst diese alte Redensart. Ich könnte es dir erzählen, aber dann müsste ich dich kalt machen. Das gilt hier nicht. Ich könnte dich niemals umbringen. Was ich gemacht, was ich aufgebaut habe, so bescheiden es manchen Leuten erscheinen mag, habe ich für dich gemacht und aufgebaut. Natürlich auch für die Kinder, aber hauptsächlich für dich. Du bist in mein Leben getreten, und weißt du, was daraufhin passiert ist? Du hast aufgehört, sagte sie. Er brach in strahlendes Grinsen aus. Über zwanzig Jahre lang. 16, dachte sie, sagte aber nichts. In den meisten dieser Jahre, als wir die Kinder großgezogen und darum gekämpft haben, den Münzhandel zu etablieren, obwohl es hauptsächlich du warst, weil ich ständig in Neuengland unterwegs gewesen bin, um Klienten steuerlich und bei Stiftungsgründungen zu beraten. Der Erfolg war dein Verdienst, sagte sie und war leicht schockiert darüber, was sie in ihrer Stimme hörte: Ruhe und Wärme. Du hattest das nötige Fachwissen. Er wirkte fast wieder zu Tränen gerührt, und als er weitersprach, klang seine Stimme heiser. Danke, Schatz. Es bedeutet mir unendlich viel, dich das sagen zu hören. Du hast mich gerettet, ehrlich. Und zwar in mehr als einer Beziehung. Er räusperte sich. Ein Dutzend Jahre lang hat B.D. keinen Muxer getan, ich dachte, er wäre fort. Ich habe das wirklich geglaubt. Aber dann ist er zurückgekommen. Wie ein Geist. Bob schien darüber nachzudenken, dann nickte er bedächtig. Genau das ist er. Ein Geist. Ein böser Geist. Er hat angefangen, mich auf Frauen aufmerksam zu machen, wenn ich auf Reisen war. Sieh dir bloß mal die an, die will, dass du ihre Brustwarzen siehst. Aber würdest du eine berühren, würde sie die Polizei rufen und dann mit ihren Freundinnen lachen, wenn du abgeführt wirst. Oder sieh dir die an, wie sie sich mit der Zungenspitze über die Lippen fährt. Sieh auch, dass du dir wünschst, sie würde sie in deinen Mund stecken. Und auch, dass du weißt, dass sie das nie tun wird. Und sieh dir die an, die ihren Slip blitzen lässt, wenn sie aus dem Auto steigt. Und wenn du das für Zufall hältst, bist du ein Idiot. Das ist nur noch so ein hochnäsiges Weibsbild, das sich sicher ist, niemals zu kriegen, was es verdient. Er hielt inne und starrte wieder düster und bedrückt vor sich hin. In seinem Blick lag der Bobby, der sich 27 Jahre lang erfolgreich vor ihr versteckt hatte. Die Person, die er als Geist hinzustellen versuchte. Als dieser Drang zurückgekehrt ist, habe ich dagegen angekämpft. Es gab da so Zeitschriften bestimmte Magazine. Ich habe vor unserer Ehe mal welche gekauft und ich dachte, wenn ich das wieder tue, oder bestimmte Internetseiten. Ich dachte, ich könnte, ich weiß nicht recht, die Realität durch Fantasie ersetzen, könnte man vielleicht sagen. Aber sobald man das Original kennt, ist die Fantasie nichts mehr wert. Er redete, fantasi wie ein Mann, der eine teure Delikatesse lieben gelernt hatte, Kaviar. Trüffeln, belgische Pralinen. Aber das Entscheidende ist, dass ich aufgehört habe. In all diesen Jahren hatte ich aufgehört. Und ich könnte es wieder schaffen, Darcy. Dieses Mal endgültig. Wenn es eine Chance für uns gibt, wenn du mir verzeihen und einfach eine neue Seite aufschlagen könntest. Er sah sie mit feuchten Augen ernst an. »Ist es denn denkbar, dass du das könntest?« Sie dachte an die in einer Schneewehe verscharrte Frau, deren nackte Beine ein achtlos vorbeifahrender Schneepflug freigelegt hatte. Die Tochter irgendeiner Mutter, einst der Liebling irgendeines Vaters, als sie in einem rosa Tütü unbeholfen über eine Grundschulbühne getanzt war sie dachte an die in einem eiskalten Bach aufgefundene Mutter mit ihrem Sohn, deren Haar sich in den eisrandigen schwarzen Wasser kräuselte. Sie dachte an die Frau mit dem Kopf im Mais und hinter dem Rücken gefesselten Händen. Darüber müsste ich erst nachdenken, sagte sie sehr vorsichtig. Er fasste sie an den Oberarmen und beugte sich ihr entgegen. Sie musste sich zwingen, seinen Blick zu erwidern und nicht zurückzuzucken. Das waren seine Augen. Und auch wieder nicht. Vielleicht ist an dieser Geistersache doch was dran, dachte sie. Das hier ist keiner dieser Filme, in denen ein verrückter Ehemann seine kreischende Frau durchs ganze Haus jagt. Wenn du beschließt, zur Polizei zu gehen und mich anzuzeigen, rühre ich keinen Finger, um dich daran zu hindern. Aber ich weiß, dass du dir überlegt hast, was das für die Kinder bedeuten würde. Du wärst nicht die Frau, die ich geheiratet habe, wenn du darüber nicht nachgedacht hättest. Aber vielleicht hast du nicht genug darüber nachgedacht, was das für dich bedeuten würde. Niemand würde dir abnehmen, dass du all diese Jahre mit mir verheiratet warst, ohne das geringste zu wissen oder wenigstens zu ahnen, Du würdest wegziehen und von unseren wenigen Ersparnissen leben müssen, weil ich immer der Alleinverdiener war, was man hinter Gittern schlecht sein kann. Vielleicht würden die Schadenersatzklagen die Ersparnisse sogar auffressen und die Kinder müssten Schluss damit. Lass sie aus dem Spiel, wenn du von dieser Sache redest. Tu das nie wieder. Er nickte demütig, hielt sie aber weiter leicht an den Oberarmen gefasst. »Ich habe B.D. schon mal besiegt. Ich habe ihn zwanzig Jahre lang besiegt.« »Sechzehn«, dachte sie wieder. »Sechzehn, das weißt du genau.« »Und ich kann ihn wieder besiegen. Mit deiner Hilfe, Dars. Mit deiner Hilfe kann ich alles schaffen. Und was wäre, wenn er in zwanzig Jahren zurückkäme? Na und? Dann wäre ich dreiundsiebzig.« Schwierig, Jagd auf hochnäsige Weiber zu machen, wenn man mit einem Gehwegelchen umherschlurft. Er lachte herzhaft über diese absurde Vorstellung. Dann wurde er wieder ernst. Aber, hör mir jetzt gut zu, wenn ich jemals rückfällig würde, auch nur ein einziges Mal, dann würde ich Selbstmord verüben. Die Kinder würden das nie erfahren. Sie würden nie unter diesem, diesem, du weißt schon... Stigma leiden müssen, weil ich dafür sorgen würde, dass alles wie ein Unfall aussieht. Aber du würdest es wissen, und du würdest wissen, weshalb. Was sagst du also? Können wir das alles hinter uns lassen? Sie schien darüber nachzudenken. Sie überlegte tatsächlich, obwohl die Denkprozesse, zu denen sie jetzt imstande war, vermutlich in keine Richtung gingen, die er ohne weiteres verstanden hätte. In Wirklichkeit dachte sie, das ist das gleiche, was Drogensüchtige sagen. Ich nehme dieses Zeug nie wieder. Ich habe schon mal damit aufgehört. Und diesmal höre ich endgültig auf. Das ist mein Ernst. Aber sie meinen es nicht ernst. Auch wenn sie glauben, dass sie es ernst meinen, tun sie es nicht. Und er tut es auch nicht. In Wirklichkeit dachte sie, was soll ich nur tun? Täuschen kann ich ihn nicht. Dazu sind wir zu lange verheiratet. Darauf antwortete eine kalte Stimme, die sie niemals in ihrem Inneren vermutet hätte. Vielleicht mit der BD Stimme verwandt, die Bob flüsternd auf die hochnäsigen Weibsbilder aufmerksam machte, die er in Restaurants, an Straßenecken lachen, teure Sportwagen mit offenem Verdeck fahren, auf den Balkonen von Apartmentgebäuden miteinander flüstern und lächeln sah. Möglicherweise war es auch die Stimme des dunkleren Mädchens. Wieso nicht? fragte die Stimme. Schließlich hat er auch dich reingelegt. Und was dann? Sie hatte keine Ahnung. Sie wusste nur, dass jetzt jetzt war und jetzt bewältigt werden musste. Du müsstest versprechen, damit aufzuhören, sagte sie sehr langsam und widerstrebend dein feierlichstes Versprechen ablegen, dass du niemals brechen würdest. Die auf seinem Gesicht erscheinende Erleichterung war so total, so jungenhaft irgendwie, dass sie gerührt war. Er hatte in der letzten Zeit nur selten so wie der Junge ausgesehen, der er einst gewesen war. Aber natürlich war das auch der Junge gewesen, der damals mit Waffen in die Schule hatte gehen wollen. »Das täte ich, Dars, das tue ich«, ich versprechs dir, wie ich dir schon gesagt habe. Und wir könnten nie wieder über diese Sache reden. Das verstehe ich. Und du darfst Marjorie Duvals Ausweiskarten nicht der Polizei schicken. Sie sah sein enttäuschtes Gesicht, ebenfalls unheimlich jungenhaft. Sie sah sein enttäuschtes Gesicht, ebenfalls unheimlich jungenhaft, als sie das sagte, aber sie würde darauf beharren. Er musste das Gefühl haben, bestraft worden zu sein, wenn auch nur ein wenig. So würde er glauben, sie überzeugt zu haben. Tut er das? Oh, Darcelin, tut er das? Ich brauche mehr als nur Versprechungen, Bobby. Taten sprechen lauter als Worte. Ich will, dass du die Ausweiskarten der Frau irgendwo im Wald vergräbst. Und sobald ich das getan habe, sind wir. Sie streckte den Arm aus und hielt ihm den Mund mit der Hand zu. Sie bemühte sich streng zu sprechen. Still. Kein Wort mehr. Okay. Danke, Darcy. Innigen Dank. Ich weiß nicht, wofür du dich bedankst. Nichts ist passiert, außer dass du diesmal früher heimgekommen bist. Und obwohl die Vorstellung, Ihn neben sich liegen zu haben, sie mit Abscheu und Entsetzen erfüllte, zwang sie sich dazu, den Rest zu sagen. Jetzt zieh dich aus und komm ins Bett. Wir brauchen beide etwas Schlaf. 10. Er war praktisch in dem Augenblick weg, in dem sein Kopf das Kissen berührte. Aber lange nachdem sein leises, zurückhaltendes Schnarchen eingesetzt hatte, lag Darcy noch wach weil sie befürchtete, von seinen Händen um den Hals aufzuwachen, wenn sie zuließ, dass sie eindöste. Schließlich teilte sie sich das Bett mit einem Wahnsinnigen. Wenn er sie mit dazu nahm, hatte er genau ein Dutzend Morde verübt. Aber er meint es ernst, dachte sie. Das war um die Zeit, als der Himmel im Osten hell zu werden begann. Er hat gesagt, dass er mich liebt und meinte es ernst. Und als ich versprochen habe, sein Geheimnis zu bewahren, Darum geht's nämlich, sein Geheimnis soll bewahrt werden, hat er mir geglaubt. Wieso auch nicht? Ich habe es beinahe selbst geglaubt. War es nicht vorstellbar, dass er sein Versprechen halten würde? Schließlich misslang es nicht allen Drogenabhängigen, clean zu werden. Und war es nicht möglich, sein Geheimnis vor den Kindern zu bewahren, wenn sie es schon nicht für sich behalten konnte? Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Aber welche Wahl bleibt mir denn? Welche Gottverdammte Wahl! Während sie über diese Frage nachdachte, gab ihr verwirrter, übermüdeter Verstand endlich auf und sie schlief ein. Sie träumte davon, ins Esszimmer zu kommen, in dem auf den langen Ethan-Allen-Tisch eine Frau angekettet war. Die Frau war bis auf eine schwarze Lederkapuze, die ihre obere Kopfhälfte bedeckte, nackt. Ich kenne diese Frau nicht. Diese Frau ist eine Fremde, dachte sie im Traum, und dann fragte Petra unter der Kapuze hervor Mama? Bist du's? Da sie wollte schreien, aber in Albträumen kann man das manchmal nicht. Elf. Als sie mühsam zu sich kam, mit Kopfschmerzen, elend, irgendwie verkatert, war die andere Betthälfte leer. Bob hatte seinen Wecker wieder umgedreht, und sie sah, dass es Viertel nach zehn war. So lange hatte sie seit Jahren nicht mehr geschlafen, aber sie war natürlich auch erst in der Dämmerung eingedöst, und ihr unruhiger, oft unterbrochener Schlaf war mit Schrecken bevölkert gewesen. Sie ging auf die Toilette, nahm ihren Hausmantel vom Haken an der Badezimmertür und putzte sich dann die Zähne. Sie hatte einen scheußlichen Geschmack im Mund, wie der Boden eines Vogelkäfigs hatte Bob an den seltenen Morgen gesagt, nachdem er beim Abendessen ein zusätzliches Glas Wein oder bei einem Baseballspiel eine zweite Flasche Bier getrunken hatte. Sie spuckte aus, wollte ihre Zahnbürste schon ins Glas zurückstellen, erstarrte in der Bewegung und betrachtete ihr Spiegelbild. Heute Morgen sah sie eine Frau in mittleren Jahren, die alt aussah. Fahle Haut, tiefe Falten auf beiden Seiten des Mundes, dunkle Ringe unter den Augen, das völlig zerzauste Haar, das man nur bekam, wenn man sich ruhelos im Bett wälzte. Aber das alles interessierte sie nur am Rande. Ihr Aussehen beschäftigte sie am wenigsten. Sie spähte über die Schulter ihres Spiegelbilds und durch die offene Badezimmertür in ihr Schlafzimmer. Nur war es nicht ihr eigenes, es war das dunklere Schlafzimmer. Sie konnte seine Pantoffeln sehen, die aber nicht seine waren, Sie waren eindeutig zu groß für Bob, fast die eines Riesen. Und das Doppelbett mit den zerknitterten Laken und den zerwühlten Decken, das war das dunklere Ehebett. Sie richtete den Blick wieder auf die Frau mit dem wild zerzausten Haar, den blutunterlaufenen, verängstigten Augen. Die dunklere Ehefrau, in all ihrem rötlichen Glanz. Ihr Vorname war Darcy, genau wie ihrer, aber ihr Familienname war nicht Anderson. Die dunklere Ehefrau war Mrs. Brian Delahanty. Darcy beugte sich nach vorn, bis sie mit der Nasenspitze das Glas berührte. Sie hielt den Atem an und legte beide Hände seitlich ans Gesicht, wie sie es als Mädchen in grasfleckigen Shorts und rutschenden weißen Socken getan hatte. Sie sahen den Spiegel bis sie die Luft nicht länger anhalten konnte und atmete schließlich prustend aus, so dass der Spiegel beschlug. Sie wischte ihn mit einem Handtuch ab und ging dann nach unten, um sich ihrem ersten Tag als Frau des Ungeheuers zu stellen. Er hatte eine Nachricht für sie unter der Zuckerdose geklemmt. Dar's, ich werde die Dokumente beseitigen, wie du's verlangt hast. Ich liebe dich, Schatz. Bob. Um seinen Namen hatte er ein kleines Valentinsherz gemalt, was er seit Jahren nicht mehr getan hatte. Sie fühlte eine Woge der Liebe für ihn, sämig und süßlich, wie der Duft verwelkender Blumen. Sie hätte am liebsten wie die Klageweiber des Alten Testaments laut geschrien, erstickte diesen Laut aber mit einer Serviette. Der Kühlschrank schaltete sich ein und begann sein herzloses Summen. Wasser tropfte in den Ausguss. Und zählte die Sekunden auf Geschirr platschend ab. Ihre Zunge füllte ihren Mund wie ein mit Essig getränkter Schwamm aus. Sie spürte, wie die Zeit, alle Zeit, die ihr noch als seine Frau in diesem Haus bevorstand, sie wie eine Zwangsjacke umschloss. Oder wie ein Sarg. Dies war die Welt, an die sie als Kind geglaubt hatte. Sie war die ganze Zeit hier gewesen, hatte auf sie gewartet. Der Kühlschrank summte, das Wasser tropfte in den Ausguß und die grausamen ersten Sekunden verstrichen. Dies war das dunklere Leben, in dem jede Wahrheit rückwärts geschrieben wurde. 12. In den Jahren, in denen Donnie im Cavendish Hardware Team Baseball gespielt hatte, hatte ihr Mann auch die Little League trainiert. Ebenfalls mit Winnie Ashler, diesem Meister polnischer Witze und bärenhaft tollpatschiger Umarmungen. Und Darcy wusste noch gut, was Bob zu den Jungen, von denen viele weinten, gesagt hatte, nachdem sie das Endspiel des Jahresturniers im Bezirk 19 verloren hatten. Das musste 1997 gewesen sein, wahrscheinlich nur einen Monat bevor er Stacy Moore ermordete und sie mit dem Kopf voraus in ihren eigenen Maiskasten stopfte. Seine Ansprache vor dieser Horde enttäuscht schniefender Jungen war kurz, klug und das hatte sie damals gefunden und dachte es heute noch unglaublich gütig gewesen. Ich weiß, wie schlecht ihr euch fühlt, Jungs, aber trotzdem geht die Sonne morgen wieder auf. Und wenn sie es tut, dann werdet ihr euch wieder besser fühlen. Wenn sie übermorgen aufgeht, noch ein bisschen besser. Was heute passiert ist, war nur ein Teil eures Lebens, der jetzt vorbei ist. Ein Sieg wäre besser gewesen, aber so oder so ist es vorbei. Das Leben geht weiter. Wie ihr eigenes nach dem verhängnisvollen Trip in die Garage, um Batterien zu holen. Als Bob nach ihrem ersten langen Tag zu Hause Sie konnte den Gedanken, selbst auszugehen, nicht ertragen, weil sie befürchtete, ihr Wissen müsse in Großbuchstaben auf ihre Stirn zu lesen sein. Aus dem Büro heimkam, sagte er, Schatz, wegen letzter Nacht. Letzte Nacht ist nichts passiert. Du bist vorzeitig zurückgekommen, das ist alles. Er senkte auf seine jungenhafte Art den Kopf und als er ihn langsam wiederhob, leuchtete auf seinem Gesicht ein breites, dankbares Lächeln. Also gut, sagte er. Fall abgeschlossen? Zu den Akten gelegt. Er breitete die Arme aus. Gib uns einen Kuss, Schatz. Das tat Darcy und fragte sich dabei, ob er auch die Frauen geküsst hatte. Gib dir richtig Mühe, lass deine flinke Zunge spielen, dann steche ich nicht zu glaubte sie ihn sagen zu hören. Leg dein hochnäsiges, kleines Herz rein. Er legte ihr die Hände auf die Schultern und hielt sie auf Armeslänge von sich weg. Weiter, Freunde. Weiter, Freunde. Bestimmt? Ja. Ich habe nicht gekocht, will aber auch nicht ausgehen. Hast du nicht Lust, schnell deine Freizeitklamotten auszuziehen und uns eine Pizza zu holen? Klar doch. Und vergiss nicht, dein Prilosec zu nehmen. Er strahlte sie an. Wird gemacht. Sie beobachtete, wie er die Treppe hinaufstürmte und war kurz davor, ihm nachzurufen: "Tu das nicht, Bobby, das belastet dein Herz." Aber nein. Nein, sollte er es doch belasten, so viel er wollte. 13 die Sonne ging am nächsten Tag auf und am übernächsten. Eine Woche verstrich, dann zwei, dann ein Monat. Langsam und allmählich kehrten sie zu ihren alten Gewohnheiten zurück, den kleinen Angewohnheiten einer langen Ehe. Darcy putzte sich die Zähne, während er unter der Dusche stand und meistens irgendeinen Hit aus den 80ern sang, tonartgetreu, aber mit nicht sonderlich melodischer Stimme. Aber sie tat es nicht mehr nackt, weil sie sofort nach ihm unter die Dusche gehen wollte. Sie duschte jetzt, nachdem er zu B, B und A abgefahren war. Falls ihm diese kleine Veränderung ihres Modus operandi auffiel, äußerte er sich nicht dazu. Sie ging wieder in ihren Literaturzirkel und erklärte den übrigen Ladies, und den beiden pensionierten Gentlemen, die ihn bildeten, sie sei nicht ganz gesund gewesen und habe außer ihrer Meinung zur neuen Barbara Kingsolver nicht noch ein Virus weitergeben wollen. Darüber schmunzelten alle höflich. Eine Woche später ging sie wieder in ihren Strickkreis. Die neueste Masche! Manchmal ertappte sie sich dabei, dass sie auf der Rückfahrt von der Post oder dem Lebensmittelgeschäft mit dem Autoradio mitsang. Bob und sie sahen jeden Abend fern. Immer Komödien, nie Krimiserien. Er kam jetzt meistens früh nach Hause. Seit der Reise nach Montpellier hatte er keine mehr unternommen. Er installierte etwas namens Skype auf seinem PC und sagte, damit könne er Münzsammlungen ebenso leicht begutachten und noch dazu Benzin sparen. Er sagte nicht, dass das auch die Versuchungen verringern würde, aber das war nicht nötig. Sie las aufmerksam Zeitungen, um zu sehen, ob Marjorie Duvals Ausweiskarten auftauchen würden, weil sie sich ausrechnen konnte, dass Bob in jeder Beziehung lügen würde, wenn er in dieser gelogen hatte. Aber sie blieben verschwunden. Einmal in der Woche gingen sie zum Abendessen in eines der beiden preiswerten Restaurants, die es in Yarmouth gab. Er bestellte Steak und sie nahm Fisch. Er trank Eistee, Sie ein Cranberry Breeze. Alte Gewohnheiten waren schwer auszurotten. Oft, dachte sie, sterben sie erst mit uns. Tagsüber, während er fort war, stellte sie jetzt nur noch selten den Fernseher an. Ohne ihn war es leichter, dem Kühlschrank zuzuhören und auf das leise Knacken und Knarren zu lauschen, mit dem ihr hübsches Haus in Yarmouth sich auf einen weiteren, strengen Winter in Maine einrichtete. Zudem konnte sie besser nachdenken. Und es war leichter der Wahrheit ins Auge zu sehen. Er würde es wieder tun. Er würde sich so lange wie irgend möglich beherrschen. Das gestand sie ihm gern zu. Aber früher oder später würde Bidi die Oberhand gewinnen. Die Ausweiskarten seines nächsten Opfers würde er nicht einschicken, weil er glaubte, sie damit täuschen zu können. Andererseits würde er sich nicht viel daraus machen, wenn sie diesen Trick durchschaute. Weil so würde er argumentieren, sie jetzt darin verwickelt ist. Sie würde zugeben müssen, dass sie es gewusst hat. Das bekämen die Cops aus ihr heraus, auch wenn sie es verheimlichen wollte. Donny rief aus Ohio an. Die Agentur lief großartig. Sie hatten einen weiteren Kunden, einen Büroartikelhersteller, der vielleicht landesweit expandieren würde. Das sie beglückwünschte ihn. Und das tat auch Bob, der unbekümmert zugab, Donnys Chancen auf beruflichen Erfolg in so jungen Jahren falsch eingeschätzt zu haben. Petra rief an, um zu sagen, sie hätten sich vorläufig auf blaue Kleider für die Brautjungfern geeinigt, A-Linie, knielang, gleichfarbige Chiffonschals. Ob das sie glaube, das sei in Ordnung, oder würde dieser Look ein wenig kindisch aussehen. Darcy sie sagte, er würde bestimmt süß aussehen. Und die beiden diskutierten weiter über Schuhe. Genauer gesagt über blaue Pumps mit drei hohen Absätzen. Darcys Mutter, drunten in Boca Grande, wurde so krank, dass sie kurz davor war, ins Krankenhaus zu müssen. Aber dann bekam sie irgendein neues Medikament und wurde wieder gesund. Die Sonne ging auf und unter. In den Schaufenstern wurden die Kürbislaternen aus Papier abgenommen und durch Papier-Truthähne ersetzt. Dann wurden die Weihnachtsdekorationen angebracht. Wie auf Bestellung wirbelten die ersten Schneeflocken herab. Wenn ihr Mann seinen Aktenkoffer gepackt hatte und ins Büro gefahren war, ging Darcy in ihrem Haus durch die Zimmer, blieb zwischendurch stehen und sah in die verschiedenen Spiegel, oft sehr lange, um die Frau in jener anderen Welt zu fragen, was sie tun solle. Die Antwort schien zusehends zu lauten, sie werde nichts tun. 14. Zwei Wochen vor Weihnachten kam Bob an einem für die Jahreszeit zu warmen Tag schon am frühen Nachmittag nach Hause und rief laut ihren Namen. Darcy war oben, hatte sich hingelegt und las ein Buch. Sie warf es auf den Nachttisch, neben den Handspiegel, der jetzt ständig dort lag, sprang auf und stürmte den Flur entlang zur Treppe. Ihr erster Gedanke, voller Entsetzen, in das sich Erleichterung mischte, war, dass endlich alles vorbei sei. Er war enttarnt worden. Gleich würde die Polizei hier sein. Sie würde ihn abführen und dann zurückkommen, um ihr die beiden altehrwürdigen Fragen zu stellen. Wie viel wusste sie? Und seit wann wusste sie es? Auf der Straße würden überall TV Übertragungswagen stehen. Vor dem Haus würden gut frisierte junge Männer und Frauen vor laufenden Kameras in ihre Mikrofone sprechen. Nur lag in seiner Stimme keine Angst. Was es war, wusste sie schon, bevor er unten an der Treppe stand und zu ihr hochsah. Es war Aufregung. Vielleicht sogar Jubel. Bob, was das glaubst du nie? Sein Mantel stand offen, das Gesicht war bis zur Stirn hinauf gerötet, und das zerzauste, schüttere Haar stand nach allen Richtungen ab, als hätte er auf der Nachhausefahrt alle Autofenster offen gehabt. Weil es draußen so frühlingshaft warm war, traute Darcy ihm das sogar zu. Sie ging vorsichtig hinunter und blieb auf der untersten Stufe stehen, so sodass sie auf gleicher Augenhöhe waren. Was gibt's? Ein unglaublicher Glückstreffer. Echt? Hätte ich jemals ein Zeichen dafür gebraucht, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin, D dass wir das sind, Mann, dann wär's das hier. Er streckte ihr die Hände hin. Beide waren mit den Knöcheln nach oben zu Fäusten geballt. Seine Augen glänzten, tanzten beinahe. Welche Hand? <laughs> Such dir eine aus! Bob, ich habe keine Lust auf Spiel. Such dir eine aus! Sie deutete auf die rechte Hand, nur um es hinter sich zu haben. Er lachte. Du hast meine Gedanken gelesen. Aber das konntest du ja schon immer, oder? Er drehte die Faust um und öffnete sie. Auf der Handfläche lag eine einzelne Münze mit der Rückseite nach oben, so sodass sie sehen konnte, dass es sich um einen Weizenpenny handelte. Nicht unzirkuliert, keineswegs, aber trotzdem in recht guter Erhaltung. Unter der Voraussetzung, dass die linken Seite keine Kratzer aufwies, schätzte sie den Erhaltungszustand auf schön oder sehr schön ein. Sie wollte schon danach greifen. Hielt dann aber inne. Er nickte ihr zu, sie solle weitermachen. Als sie die Münze umdrehte, glaubte sie bereits zu wissen, was sie sehen würde. Nichts anderes hätte seine Aufregung hinreichend erklären können. Sie sah, was sie erwartet hatte: Eine Doppelprägung aus dem Jahr 1955. Großer Gott, Bobby, woher? Hast du sie gekauft? Erst vor kurzem war in Miami eine unzirkulierte Doppelprägung aus dem Jahr 1955 für über 8000 Dollar versteigert worden. Ein neuer Rekord. Diese hier war natürlich nicht so gut erhalten, aber kein Münzhändler, der bei Verstand war, hätte sie für weniger als 4000 verkauft. Von wegen! Ein paar Kollegen wollten, dass ich mit ins Thai-Restaurant Eastern Promise gehe und ich wäre auch fast mitgegangen. Aber ich habe an der Abrechnung für die gottverdammten Vision Associates gesessen. Du weißt schon, die Privatbank, von der ich dir erzählt habe. Also habe ich Monika zehn Dollar gegeben und sie gebeten, mir vom Subway ein Sandwich und ein Fruitopia zu holen. Als sie damit zurückgekommen ist, war das Wechselgeld in der Tüte. Ich habe sie ausgeleert. Und da war er. Er schnappte sich den Penny aus ihrer Hand, hielt ihn über dem Kopf hoch und lachte zu ihm hinauf. Sie lachte mit ihm, dann dachte sie, was sie inzwischen oft tat, er musste nicht leiden. Ist das nicht großartig, Schatz? Ja, sagte sie, ich freue mich für dich. Und das tat sie wirklich, merkwürdig oder nicht, pervers oder nicht im laufe der jahre hatte er mehrere weizenpennys vermittelt und hätte sich jederzeit selbst einen kaufen können aber das war nicht das gleiche wie dieser zufallsfund er hatte ihr sogar verboten ihm einen zu weihnachten oder zum geburtstag zu schenken ein großer zufallsfund war der glücklichste augenblick den ein münzsammler erleben konnte das hatte er im verlauf ihres ersten richtigen gesprächs gesagt und nun besaß er wonach er sein leben lang jedes Wechselgeld durchsucht hatte. Die Erfüllung seines großen Herzenswunschs war mit einem in Zellophan verpackten truthahn sandwich aus der weißen Papiertüte eines Sandwich-Shops gefallen. Er schloss sie in die Arme. Sie erwiderte seine Umarmung kurz und schob ihn dann sanft von sich fort. Was hast du damit vor, Bobby? In einen Acrylglaswürfel eingießen? Damit wollte sie ihn necken, das wusste er. Er legte mit dem Zeigefinger wie mit einer Pistole auf sie an und schoss ihr in den Kopf. Was in Ordnung war, denn wer mit einer Fingerpistole erschossen wurde, brauchte nicht zu leiden. Sie lächelte ihn weiter an, aber jetzt sah sie ihn wieder, nach diesem kurzen, liebevollen Intermezzo, als das, was er war: der dunklere Ehemann, Gollum, mit seinem Scha- Ganz sicher nicht. Ich fotografiere ihn, hänge das Foto an die Wand und lege den Penny in unser Bankschließfach. Wie würdest du ihn einschätzen als schön oder sehr schön? Sie begutachtete ihn noch einmal und sah dann mit einem bedauernden Lächeln zu ihm auf. Ich würde gern sehr schön sagen, aber genau, ich weiß, ich weiß. Und eigentlich müsste mir das auch egal sein. Einem geschenkten Gaul soll man nicht ins Maul schauen, aber es ist schwer, der Versuchung zu widerstehen. Aber besser als sehr gut, oder nicht? Deine ehrliche Meinung dar's. Meine ehrliche Meinung ist, dass du es wieder tun wirst. Eindeutig besser als sehr gut. Sein Lächeln verblaßte. Einen Augenblick lang befürchtete sie, er habe erraten, was sie dachte. Aber das konnte nicht sein. Auf dieser Seite des Spiegels verstand auch sie sich darauf, Geheimnisse zu bewahren. Es geht ohnehin nicht um die Erhaltung. Das Finden ist wichtig. Nicht beim Händler kaufen oder aus einem Katalog heraussuchen, sondern tatsächlich einen in die Hände bekommen, wenn man es am wenigsten erwartet. Ja, ich weiß. Sie lächelte. Wäre mein Dad jetzt hier, würde er eine Flasche Champagner aufmachen. Diese Kleinigkeit erledige ich heute Abend beim Essen, sagte er. Aber nicht in Yarmouth. Wir fahren nach Portland, ins Pearl of the Shore. Was hältst du davon? Ach Schatz, ich weiß nicht recht. Er fasste sie leicht an den Schultern, so wie er es immer tat, wenn sie begreifen sollte, dass etwas wirklich sein Ernst war. Komm schon, heute Abend ist es so warm, dass du dein schönstes Sommerkleid tragen könntest. Ich habe auf der Rückfahrt den Wetterbericht gehört und du bekommst so viel Champagner, wie du willst. Wie könntest du zu diesem Vorschlag nein sagen? Tja, sie überlegte dann lächelte sie. Das kann ich wohl nicht. 15. Sie tranken nicht nur eine sündteure Flasche Moet et Chandon, sondern zwei. Und Bob trank das meiste davon. Folglich war es Darcy, die seinen leise summenden kleinen Prius nach Hause lenkte, während Bob auf dem Beifahrersitz saß und, tonartgetreu, aber nicht sonderlich melodisch, Pennies from Heaven sang. Sie merkte, dass er betrunken war, nicht nur angeheitert, sondern tatsächlich betrunken. Es war das erste Mal seit zehn Jahren, dass sie ihn so erlebte. Normalerweise beobachtete er seinen Alkoholkonsum mit Argusaugen, und wenn er manchmal auf Partys gefragt wurde, warum er nichts trinke, antwortete er mit einem Zitat aus dem Westernfilm Der Marschall. Ich würde keinen Dieb in meinen Mund tun, damit er mir den Verstand stiehlt. Heute Abend hatte er in seiner Euphorie über den Münzfund zugelassen, dass ihm der Verstand gestohlen wurde, und sobald er die zweite Flasche Shampoos bestellte, wusste Darcy, was sie tun würde. Im Restaurant war sie im Zweifel gewesen, ob sie es schaffen würde, aber als sie ihn auf der Heimfahrt singen hörte, war sie sich ihrer Sache sicher. Natürlich konnte sie es schaffen. Sie war jetzt die dunklere Ehefrau. Und die dunklere Ehefrau wusste, dass sein vermeintliches Glück in Wirklichkeit ihres gewesen war. 16. Im Haus warf er sein Sportsakko über den Garderobenständer in der Diele, und zog sie zu einem langen Kuss in die Arme. Sein Atem schmeckte nach Champagner und süßer creme Brûlée. An sich beides keine schlechte Kombination, obwohl sie wusste, dass sie beides nie mehr wollen würde, wenn alles so ablief, wie sie es vorhatte. Seine Hand umfasste ihre Brust. Sie ließ ihn gewähren, spürte, wie er sich an sie drängte, und schob ihn dann weg. Er war sichtlich enttäuscht, aber seine Miene hellte sich auf, als sie lächelte. Ich gehe herauf und ziehe das Kleid aus, sagte sie. Im Kühlschrank steht eine Flasche Perrier. Wenn du mir ein Glas davon bringst, mit einer Scheibe Limone, könntest du Glück haben, Mister. Daraufhin grinste er, sein altes Grinsen, das sie immer so geliebt hatte, weil es ein lange bestehendes Eheritual gab, das sie seit der Nacht in der er ihre Entdeckung gewittert hatte, ja, sie gewittert hatte, wie ein schlauer alter Wolf einen vergifteten Köder wittern würde, und eilig aus Montpellier zurückgekommen war, nicht wieder aufgenommen hatten. Tag für Tag hatten sie immer mehr zugemauert, was er war, ja, so gewiss wie Montresor seinen alten Freund Fortunato eingemauert hatte. Und Sex im Ehebett würde der letzte Ziegelstein sein. Er knallte die Hacken zusammen und salutierte auf britische Art, Finger an der Schläfe, Handfläche nach außen gekehrt. Jawohl, Ma'am. Aber komm bald, sagte sie freundlich, Mama will, was Mama braucht. Auf dem Weg die Treppe hinauf dachte sie Das klappt niemals. Es endet nur damit, dass er dich ermordet. Er glaubt vielleicht nicht dazu imstande zu sein, aber du weißt das natürlich besser. Aber vielleicht war das dann in Ordnung, unter der Voraussetzung, dass er sie vorher nicht quälte, wie er diese Frauen gequält hatte. Vielleicht war jede Lösung in Ordnung. Sie konnte den Rest ihres Lebens nicht damit verbringen, in Spiegel zu starren. Sie war kein Kind mehr und konnte nicht mit kindlichen Marotten durchkommen. Sie ging ins Schlafzimmer, warf dort aber nur ihre Handtasche neben den Handspiegel auf den Nachttisch. Dann ging sie wieder hinaus und rief, Kommst du, Bobby? »Ich könnte wirklich eine Erfrischung brauchen.« »Kommt sofort, Ma'am. Tue nur noch Eis rein.« Und schon trat er aus dem Wohnzimmer in den Flur hinaus, hielt eines ihrer teuren Kristallgläser wie ein Ober aus einer Komödie in Augenhöhe vor sich hoch und machte sich leicht schwankend auf den Weg zur Treppe. Als er die Stufen heraufkam, hielt er das Glas mit der oben auf schwimmenden Limonenscheibe weiter hoch. Die freie Hand lag locker auf dem Geländer – auf seinem gesicht leuchteten glück und fröhlichkeit einen augenblick lang wäre sie fast schwach geworden aber dann standen ihr helen und robert shaverstone wieder höllisch klar vor augen der junge und seine gefolterte sexuell missbrauchte mutter die in massachusetts nebeneinander in einem bach trieben der an den ufern schon eis anzusetzen begonnen hatte ein glas perrier für die lady kommt so im letzten Moment sah sie das Wissen, etwas Uraltes und Vergilbtes und Unheimliches, in seinen Augen aufblitzen. Das war mehr als nur Überraschung. Es war schockierte Wut. In diesem Augenblick verstand sie ihn endlich ganz. Er liebte nichts und niemanden, am wenigsten sie. Jede Freundlichkeit, jede Liebkosung, jedes jungenhafte Grinsen und jede rücksichtsvolle Geste, alles nur Tarnung. Er war eine leere Hülse, die nichts als heulende Leere enthielt. Sie schubste ihn. Der Stoß war so kräftig, dass Bob einen Dreiviertelsalto in der Luft machte, bevor er auf die Stufen krachte. Erst mit den Knien, dann mit dem Arm, dann voll aufs Gesicht. Sie hörte, wie er sich den Arm brach. Das schwere Waterford-Glas zersplitterte auf einer der nicht mit einem Läufer abgedeckten Holzstufen. Er überschlug sich nochmals, und sie hörte etwas anderes in seinem Inneren knackend brechen. Er schrie vor Schmerzen auf und überschlug sich ein letztes Mal, bevor er zusammengekrümmt auf dem Hartholzboden in der Diele landete, wobei der gebrochene Arm, nicht nur einmal, sondern an mehreren Stellen gebrochen, in einem von der Natur nie vorgesehenen Winkel über dem Kopf nach hinten abgekrümmt war. Der Hals war so verdreht, dass er mit einer Wange auf dem Fußboden lag. Darcy lief die Treppe hinunter. Auf halbem Weg trat sie auf einen Eiswürfel, rutschte aus und musste sich am Geländer festklammern. Unten sah sie, dass in seinem Genick eine riesige Beule entstanden war, über der sich die weiß werdende Haut spannte und sagte: Nicht bewegen, Bob. Ich glaube, du hast dir einen Halswirbel gebrochen. Sein Auge rollte nach oben, um sie anzustarren. Aus der Nase, die ebenfalls gebrochen zu sein schien, sickerte Blut, und aus dem Mund kam noch weitaus mehr. Es strömte in einem breiten Schwall heraus. Du hast mich geschubst, sagte er undeutlich. Das ich? Warum hast du mich? Geschubst. Weiß ich nicht, sagte sie, obwohl sie dachte, das wissen wir beide. Sie begann zu weinen. Dass sie weinte, war nur natürlich. Er war ihr Mann und er war schwer verletzt. Oh Gott, ich weiß es nicht. Irgendwas ist über mich gekommen. Tut mir leid. Beweg dich nicht. Ich rufe die 911 an, damit sie einen Krankenwagen schicken. Sein linker Fuß scharrte über den Boden. Gelähmt bin ich nicht, sagte er. Gott sei Dank nicht. Aber es tut weh. Ich weiß, Schatz. Ruf den Krankenwagen. Schnell! Sie ging in die Küche, sah kurz zu dem Telefon in seiner Ladestation hinüber und öffnete dann den Schrank unter dem Ausguss. »Hallo? Hallo? Ist dort die 911?« Sie griff nach der Schachtel Plastikbeutel, die mit den großen, in denen sie sonst immer die Reste von Roastbeef oder Geflügel aufbewahrte, und zog einen heraus. »Ist Darcelin Anderson. Ich rufe aus der 24 Sugar Mill Lane in Yarmouth an. Haben Sie das?« Sie zog eine Schublade auf und nahm ein Geschirrtuch von dem dort liegenden Stapel. Sie weinte noch immer. Sie ist nah am Wasser gebaut, hat man in ihrer Kindheit von solchen Leuten gesagt. Weinen war gut. Sie musste weinen, und das nicht nur, weil es später besser aussehen würde. Er war ihr Mann, er war verletzt. Sie musste weinen. Sie erinnerte sich an früher, als er noch volles Haar gehabt hatte. Sie erinnerte sich an seinen eleganten Breakaway, als sie zu Footloose getanzt hatten. Er hatte ihr zu jedem Geburtstag rote Rosen geschenkt. Das hatte er nie vergessen. Sie waren auf den Bermudas gewesen, wo sie vormittags geradelt waren und nachmittags miteinander geschlafen hatten. Sie hatten ein gemeinsames Leben aufgebaut, und nun war dieses Leben vorüber. Und sie musste weinen. Sie wickelte sich das Geschirrtuch um die Hand, dann stopfte sie die Hand in den Plastikbeutel. Ich brauche einen Krankenwagen. Mein Mann ist die Treppe runtergefallen. Ich befürchte, dass er sich einen Halswirbel gebrochen hat. Ja, ja, sofort. Dann kam sie mit hinter dem Rücken gehaltener Hand auf den Flur zurück. Sie sah, dass er etwas weiter von der Treppe entfernt lag. Er schien auch versucht zu haben, sich auf den Rücken zu wälzen aber das war ihm nicht gelungen. Sie kniete neben ihm nieder. Ich bin nicht gefallen, sagte er. Du hast mich geschubst. Warum hast du mich geschubst? Wegen Robert Shaverstone, glaube ich, sagte Darcy und brachte ihre hinter dem Rücken gehaltene Hand zum Vorschein. Sie weinte jetzt heftiger als je zuvor. Er sah den Plastikbeutel, er sah die darin steckende Hand mit dem zusammengeknüllten Geschirrtuch. Er begriff, was sie vorhatte. Vielleicht hatte er das selbst schon einmal getan. Das war sogar wahrscheinlich. Er begann zu kreischen. Nur waren seine Schreie keine richtigen Schreie. Sein Mund war voller Blut, und mit dem Kehlkopf schien irgendetwas nicht in Ordnung zu sein, weshalb die Laute, die er hervorbrachte, eher dumpfe Knurrlaute als wirkliche Schreie waren. Sie schob ihm den Plastikbeutel zwischen die Lippen und weiter tief in den Mund. Bei dem Sturz waren einige seiner Zähne abgebrochen, und sie konnte die gezackten Stummel spüren. Falls sie sich daran verletzte, würde das sehr schwierig zu erklären sein. Sie riss die Hand heraus, bevor er zubeißen konnte, ließ aber den Plastikbeutel mit dem Geschirrtuch zurück. Mit einer Hand packte sie sein Kinn, die andere legte sie auf seinen kahl werdenden Schädel. Das Fleisch dort war sehr warm. Unter der Kopfhaut konnte sie seinen Puls spüren. Sie drückte sein Kinn hoch und sperrte auf diese Weise den Klumpen aus Plastikfolie und Stoff in seinen Mund ein. Er versuchte sie wegzustoßen, aber er hatte nur einen Arm frei, und das war der, den er sich bei dem Sturz mehrfach gebrochen hatte. Der andere lag verdreht unter ihm. Seine Füße zuckten krampfartig über den Hartholzboden. Dabei verlor er einen der Schuhe. Aus seiner Kehle kam ein Gurgeln. Sie schob ihr Kleid bis zur Taille hoch, so sodass die Beine frei waren, und machte einen Ausfallschritt nach vorn, um sich rittlings auf ihn zu setzen. Auf diese Weise konnte sie ihm vielleicht die Nase zuhalten. Bevor sie jedoch dazu kam, erzitterte sein Brustkorb unter ihr und sein Gurgeln verwandelte sich in tief aus der Kehle kommende Grunzlaute. Die erinnerten sie daran, wie bei ihren ersten Fahrversuchen manchmal das Getriebe geknirscht hatte, wenn sie versucht hatte, den zweiten Gang zu finden, was in dem alten Chevrolet Standard ihres Vaters manchmal nicht ganz einfach gewesen war. Bob bäumte sich auf, und das eine Auge, das sie sehen konnte, trat aus seiner Höhle hervor und wirkte irgendwie kuhartig. Das Gesicht, das zuvor hochrot gewesen war, begann sich nun purpurrot zu verfärben. Er sank wieder zurück. Sie wartete, während sie keuchend nach Atem rang, ihr Gesicht mit Rotz und Tränen verschmiert. Das Auge rollte nicht mehr, glänzte nicht mehr in Panik. Sie glaubte, er sei. Bob nahm all seine Kräfte zu einem letzten titanischen Aufbäumen zusammen und warf sie ab. Als er sich aufsetzte, sah sie, dass die obere Körperhälfte nicht mehr richtig zur unteren passte. Er hatte sich anscheinend nicht nur das Genick, sondern auch das Rückgrat gebrochen sein mit dem plastikbeutel vollgestopfter mund war weit aufgerissen den blick mit dem er sie anstarrte würde sie nie vergessen aber sie würde damit leben können wenn sie diese sache überstand ah er fiel nach hinten der auf den boden knallende schädel knackte wie ein ei das aufgeschlagen wurde da sie kroch näher an ihn heran aber nicht so dicht, dass sie in die Blutlache geriet. Sie hatte sein Blut an sich, und das war in Ordnung. Sie hatte ihm zu helfen versucht, das war nur natürlich, aber das bedeutete nicht, dass sie darin baden wollte. Sie setzte sich auf eine Hand gestützt auf und beobachtete ihn, während sie darauf wartete, dass sie wieder zu Atem kam. Sie achtete scharf auf jede noch so kleine Bewegung. Aber er rührte sich nicht mehr. Als auf der mit Brillanten besetzten kleinen Michelle an ihrem Handgelenk, die sie immer trug, wenn sie ausging, fünf Minuten vergangen waren, streckte sie eine Hand aus, um an der Seite seines Hals nach einem Puls zu fühlen. Sie ließ die Finger an die Haut gedrückt, bis sie bis dreißig gezählt hatte. Aber sie spürte absolut nichts. Sie legte ein Ohr auf seine Brust und war sich bewusst, dass dies in einem Horrorfilm der Augenblick gewesen wäre, in dem er zum Leben erwacht und sie gepackt hätte. Aber das tat er nicht, weil in seinem Körper kein Leben mehr war, kein schlagendes Herz, keine atmende Lunge. Es war vorüber. Sie empfand keine Befriedigung und erst recht keinen Triumph, sondern nur konzentrierte Entschlossenheit, die Sache richtig zu Ende zu bringen. Teils für sich selbst, aber hauptsächlich für Donny und Pietz. Sie ging eilig in die Küche. Die Ermittler mussten denken, dass sie so rasch wie möglich angerufen hatte, wenn sie sahen, dass es eine Verzögerung gegeben hatte. Zum Beispiel daran, dass sein Blut schon zu stark geronnen war. Konnte es peinliche Fragen geben? Notfalls sage ich, dass ich ohnmächtig geworden bin, dachte sie. Das werden Sie glauben, und selbst wenn Sie das nicht tun, können Sie es nicht widerlegen. Zumindest glaube ich nicht, dass Sie das können. Sie holte die Stablampe aus dem Besenschrank, genau wie sie es in jener Nacht getan hatte, in der sie buchstäblich über sein Geheimnis gestolpert war. Mit der Lampe ging sie zu Bob zurück, der auf dem Rücken lag und mit glasigen Augen zur Decke hinaufstarrte. Sie zog den Plastikbeutel aus seinem Mund und begutachtete ihn sorgenvoll. Falls er zerrissen war, konnte es Probleme geben. Und er wies tatsächlich zwei Risse auf. Sie leuchtete ihm mit der Stablampe in den Mund und entdeckte auf der Zunge ein winziges Fätzchen Plastik. Sie angelte es mit den Fingerspitzen heraus und ließ es in den Plastikbeutel fallen. Genug, das reicht, Darcelin. Aber es reichte natürlich nicht. Sie dehnte seine Backen mit den Fingern, erst die rechte, dann die linke. Und auf der linken Seite entdeckte sie einen weiteren winzigen Plastikfetzen, der an seinem Gaumen klebte. Sie holte ihn mit den Fingerspitzen heraus und ließ ihn zu dem anderen in den Beutel fallen. Gab es weitere Stücke? Hatte er welche verschluckt? Dann waren sie für sie unerreichbar, und sie konnte nur hoffen, dass sie nicht entdeckt wurden, falls irgendjemand wer wusste sie nicht, genügend Fragen hatte, um eine Autopsie anzuordnen. Unterdessen verflog die Zeit. Sie hastete, ohne richtig zu rennen, durch den Verbindungsgang in die Garage. Sie kroch unter die Werkbank, öffnete sein Spezialversteck und verstaute den mit Blut befleckten Plastikbeutel mit dem Geschirrtuch darin. Sie drückte die Verschlusskappe wieder zu, schob den Karton mit den Versandhauskatalogen davor und lief ins Haus zurück. Sie stellte die Stablampe an ihren Platz zurück. Sie griff nach dem Telefon merkte dann, dass sie nicht mehr weinte und stellte es in die Ladestation zurück. Sie ging durchs Wohnzimmer zur Treppe und betrachtete ihn. Sie dachte an Rosen, aber das wirkte nicht. Rosen, nicht Patriotismus sind das letzte Mittel eines Schurken, dachte sie und war schockiert, als sie sich lachen hörte. Dann dachte sie an Donny und Piets, die ihren Vater vergötterten, und das klappte. Sie ging weinend ans Telefon in der Küche zurück und tippte die Notrufnummer ein. Hallo, mein Name ist Lynn Anderson, und ich brauche einen Krankenwagen in der. Bitte etwas langsamer, Ma'am, sagte die Frau in der Zentrale. Ich kann Sie kaum verstehen. Gut, dachte Darcy. Sie räusperte sich. Ist das so besser? Verstehen Sie mich jetzt? Ja, Ma'am, jetzt ist es besser. Nur nicht aufregen. Sie brauchen einen Krankenwagen, haben Sie gesagt? Ja, in der 24 Sugar Mill Lane. Sind Sie verletzt, Mrs. Anderson? Nicht ich. Mein Mann! Er ist die Treppe runtergefallen. Vielleicht ist er nur bewusstlos, aber ich befürchte, dass er tot ist. Die Frau versprach ihr, sofort einen Krankenwagen zu schicken, da sie vermutete, dass sie auch einen Streifenwagen aus Yarmouth schicken würde und einen der State Police, falls zufällig einer in der Nähe war. Sie hoffte, dass das nicht der Fall war. Sie ging in die Diele zurück und setzte sich auf die dort stehende Bank, aber nicht für lange, wegen seiner Augen, die sie ansahen, sie beschuldigten. Sie nahm sein Sportsakko vom Garderobenständer, wickelte es um sich und ging in die Einfahrt hinaus, um auf den Krankenwagen zu warten. 17 der Polizeibeamte, der ihre Aussage zu Protokoll nahm, war Harold Shrewsbury, ein Einheimischer. Darcy kannte ihn nicht persönlich, aber zufällig seine Frau. Arlene Shrewsbury war in ihrem Strickkreis. Er sprach in der Küche mit ihr, während das Notarztteam Bob erst untersuchte und dann abtransportierte, ohne sich bewusst zu sein, dass in seinem Inneren noch eine zweite Leiche steckte. Die eines Kerls, der weit gefährlicher gewesen war als Robert Anderson, verteidigter Wirtschaftsprüfer. Möchten Sie einen Kaffee, Officer Shrewsbury? Das macht keine Mühe. Er betrachtete ihre zitternden Hände und erbot sich, Kaffee für sie beide zu kochen. Ich kenne mich mit allem Küchenkram aus. Das hat Arlene nie erwähnt, sagte sie, als er aufstand. Sein Notizbuch blieb aufgeschlagen auf dem Küchentisch liegen. Bisher hatte er außer ihrem Namen, Bobs Namen und ihrer Telefonnummer nichts hineingeschrieben. Das hielt sie für ein gutes Zeichen. Nein, sie stellt mein Licht gern unter den Scheffel, sagte er. Mrs. Anderson, Darcy, ich möchte Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen und bin mir sicher, das auch in arlins Namen zu tun. Darcy begann wieder zu weinen. Officer Shrewsbury riss mehrere Papierhandtücher von der Rolle und gab sie ihr. Haltbarer als Kleenex. Darin haben Sie wohl Erfahrung, sagte sie. Er sah in der Bannkaffeemaschine nach, stellte fest, dass Pulver eingefüllt war und schaltete das Gerät ein. »Mehr als mir lieb ist«, er kam zurück und setzte sich. »Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Stehen Sie das durch?« Sie erzählte ihm, wie Bob im Wechselgeld aus dem Subway einen Weizenpenny mit dem Doppeldatum gefunden hatte und wie aufgeregt er darüber gewesen war. Von ihrem Dinner zur Feier des Tages im Pearl of the Shore und dass er zu viel getrunken hatte. Wie er den Clown gespielt hatte. Sie erwähnte den komischen britischen Gruß, mit dem er ihre Bitte um ein Glas Perrier mit Limone quittiert hatte. Wie er das Glas feierlich wie ein Ober hochhaltend die Treppe heraufgekommen war wie er fast oben gewesen war, als er auf der vorletzten Stufe ausrutschte. Sie erzählte sogar, wie sie beinahe selbst auf einem der verstreuten Eiswürfel ausgerutscht sei, als sie zu ihm hinunterrannte. Officer Shrewsbury kritzelte etwas in sein Notizbuch, klappte es zu und betrachtete sie ruhig. Okay, ich nehme Sie jetzt mit. Holen Sie Ihren Mantel. Was? Wohin? Natürlich ins Gefängnis. Gehe nicht über los. Kassiere keine 200 Dollar. Gehe direkt ins Gefängnis. Bob war mit fast einem Dutzend Morde davongekommen und sie nicht mal mit einem einzigen. Allerdings hatte er seine geplant. Mit buchhalterischer Akribie geplant. Sie wusste nicht, was sie falsch gemacht hatte, aber es würde sich zweifellos als etwas ganz Offensichtliches erweisen. Officer Shrewsbury würde es ihr auf der Fahrt zum Polizeirevier erzählen. Das würde dann wie das Schlusskapitel eines Romans von Elizabeth George sein. Zu mir nach Hause, sagte er. Sie übernachten heute bei Aline und mir. Sie starrte ihn an. Ich möchte nicht, ich kann nicht. Doch, Sie können, sagte er in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Arlene würde mich umbringen, wenn ich sie hier allein zurückließe. Wollen Sie an meiner Ermordung schuld sein? Sie wischte sich die Tränen vom Gesicht und lächelte schwach. Nein, lieber nicht, aber Officer Shrewsbury, Harry. Ich muss erst noch telefonieren. Meine Kinder. Sie wissen es noch nicht. Dieser Gedanke brachte erneut Tränen, für die sie das letzte Papierhandtuch verwendete. Wer hätte geahnt, dass jemand so viel weinen konnte? Bisher hatte sie ihren Kaffee nicht angerührt, jetzt trank sie ihn mit drei großen Schlucken halb aus, obwohl er noch heiß war. Ich denke, wir können uns ein paar Ferngespräche leisten, sagte Harry Shrewsbury. Und noch etwas. Haben Sie irgendwas, was Sie einnehmen können? Ach, sie wissen schon, irgendwas Beruhigendes? Nichts dergleichen, flüsterte sie. Nur Ambien. Dann hat Arlene bestimmt eine Valium für Sie, sagte er. Am besten nehmen Sie mindestens eine halbe Stunde vor dem ersten stressigen Telefongespräch eine. Ich sage ihr nur kurz Bescheid, dass ich sie mitbringe. Er zog erst eine Küchenschublade, dann eine weitere, dann eine dritte auf. Darcy spürte, dass ihr das Herz bis zum Hals schlug, als er die vierte Schublade aufzog. Er nahm ein Geschirrtuch heraus und gab es ihr. Haltbarer als Papierhandtücher. Danke, sagte sie. Vielen Dank. Wie lange waren Sie verheiratet, Mrs. Anderson? 27 Jahre, sagte sie. 27? wiederholte er staunend. Gott, das tut mir so leid. Mir auch, sagte sie und vergrub das Gesicht in dem Geschirrtuch. 18 Robert. Amory Anderson wurde zwei Tage später auf dem Friedhof von Yarmouth beigesetzt. Donny und Petra saßen rechts und links neben ihrer Mutter, als der Geistliche über das Thema Ein jegliches hat seine Zeit predigte. Das Wetter war trüb und kalt. Ein eisiger Wind bewegte die unbelaubten Äste der Friedhofsbäume. B, B, A hatte an diesem Tag geschlossen und alle waren zur Beerdigung gekommen. Die Wirtschaftsprüfer in ihren schwarzen Mänteln, drängten sich wie ein krähenschwarm zusammen unter ihnen gab es keine frauen das war da sie bisher nie aufgefallen in ihren augen standen tränen die sie in regelmäßigen abständen mit dem taschentuch in ihrer schwarz behandschuten hand abwischte petra wimmerte unaufhörlich donny hatte gerötete augen und machte ein grimmiges gesicht er war ein gutaussehender junger mann aber sein haar wurde bereits schütter wie bei seinem vater als der im gleichen Alter war. Wenn er nur keinen Speck ansetzt wie Bob, dachte sie. Und natürlich keine Frauen umbringt. Aber so etwas war bestimmt nicht vererbbar. Oder doch? Bald würde alles vorüber sein. Donny würde nur ein paar Tage bleiben. Länger könne er die Werbeagentur in der Aufbauphase nicht allein lassen, wie er sagte. Er hoffte, das werde sie verstehen. Und sie sagte, das verstehe sie natürlich. Petra wollte eine Woche bleiben und sagte, sie könne auch länger bleiben, wenn Darcy sie brauche. Darcy versicherte ihr, das sei lieb von ihr und hoffte insgeheim, dass es bei höchstens fünf Tagen bleiben würde. Sie musste allein sein, sie musste nein, eigentlich nicht nachdenken, sondern wieder zu sich finden, wieder ihren Platz auf der richtigen Seite des Spiegels einnehmen. Nicht, dass irgendetwas schiefgegangen wäre, ganz im Gegenteil, Sie bezweifelte, dass die Sache besser hätte klappen können, wenn sie die Ermordung ihres Mannes monatelang geplant hätte. Hätte sie das getan, hätte sie wahrscheinlich alles vermasselt, indem sie das Ganze zu kompliziert geplant hätte. Im Gegensatz zu Bob war Planung nicht ihre Stärke. Es hatte keine Autopsie, keine bohrenden Fragen gegeben. Ihre Story war unkompliziert glaubhaft und beinahe, ja auch wahr. Ihr wichtigstes Plus. War das felsenfeste fundament auf dem sie ruhte sie hatten fast drei jahrzehnte lang eine gute ehe geführt die nie durch ernsthafte auseinandersetzung getrübt worden war was gab es da eigentlich noch zu fragen der geistliche bat die angehörigen vorzutreten das taten sie Ruhenfrieden, frieden paps sagte donny und warf einen klumpen erde ins grab der brocken landete auf dem glänzend polierten sargdeckel Darcy fand, dass er wie ein Hundehäufchen aussah. Daddy, du fehlst mir so sehr, sagte Petra und warf ihrerseits eine Handvoll Erde auf den Sarg. Darcy kam als Letzte dran. Sie bückte sich, nahm eine lose Handvoll in ihren schwarzen Handschuh und ließ sie aus den Fingern rieseln. Sie sagte nichts. Der Geistliche rief zu einem kurzen, stillen Gebet auf. Die Trauergäste senkten den Kopf. Der Wind ließ die Äste der Friedhofsbäume knarren. In nicht allzu weiter Entfernung brauste der Verkehr auf der I-295. Darcy dachte: Gott, wenn es dich gibt, lass dies das Ende sein. 19. Das war es nicht. Ungefähr sieben Wochen nach der Beerdigung. Inzwischen hatte das neue Jahr begonnen und das Wetter war blau und hart und kalt, wurde an der Tür des Hauses in der Sugar Mill Lane geklingelt. Als Darcy aufmachte, stand draußen ein älterer Gentleman, der zu einem schwarzen Mantel einen roten Schal trug. Mit behandschuhten Händen hielt er einen altmodischen Homburg vor sich. Das Gesicht war von tiefen Falten durchzogen, auch von schmerzhaften, dachte Darcy und was er noch an grauen haaren hatte, war zu flaumigen stoppeln geschoren worden ja sagte sie er fummelte an der manteltasche herum und ließ dabei seinen hut fallen da sie bückte sich und hob ihn auf als er sich wieder aufrichtete sah sie dass der ältere gentleman ihr eine lederne ausweishülle hinhielt darin steckten eine goldfarbene plakette und ein foto ihres besuchers aus viel jüngeren jahren auf einer Plastikkarte. Hold Ramsay, sagte er in einem Ton, als wollte er sich dafür entschuldigen. Von der Generalstaatsanwaltschaft. Tut mir schrecklich leid, Sie belästigen zu müssen, Mrs. Anderson. Darf ich reinkommen? In Ihrem Kleid erfrieren Sie sonst noch hier draußen. Bitte, sagte sie und trat zur Seite. Während sie beobachtete, dass er leicht hinkte und die rechte Hand unbewusst an die rechte Hüfte legte, als wollte er sie zusammenhalten, erschien vor ihrem inneren Auge ein deutliches Bild. Bob, der neben ihr auf der Bettkante saß und ihre kalten Finger in seinen warmen gefangen hielt. Bob, der redete, der sogar hämisch prahlte. Sie sollen Biddy für dumm halten, und genau das tun sie, weil sie dumm sind. Ich bin nur ein einziges Mal als Zeuge vernommen worden, ungefähr zwei Wochen nachdem B.D. Stacy Moore umgebracht hat. Von einem alten Kerl mit einem Hinkebein, halb pensioniert. Und hier war dieser alte Kerl nun und stand kein halbes Dutzend Schritte von der Stelle entfernt, an der Bob gestorben war. An der sie ihn umgebracht hatte. Ramsay sah krank aus und schien Schmerzen zu haben, aber seine Augen. Waren scharf. Sie bewegten sich flink von links nach rechts und wieder zurück, bevor sie wieder ihr Gesicht fixierten. Sei vorsichtig, ermahnte sie sich. Nimm dich vor diesem Mann sehr in Acht, Darcelin. Was kann ich für Sie tun, Mr. Ramsey? Nun, ich könnte, wenn das nicht zu so viel verlangt ist, bestimmt eine Tasse Kaffee brauchen. Ich bin ganz ausgekühlt. Bei meinem Dienstwagen funktioniert die Heizung praktisch nicht. Ich möchte Ihnen natürlich nicht zur Last fallen. Durchaus nicht. Aber ich denke gerade, könnte ich Ihren Dienstausweis noch mal sehen? Er überließ ihr bereitwillig die Lederhülle und hängte den Hut an den Garderobenständer, während sie den Ausweis studierte. Dieser Stempel. Ey, die. Unter dem Dienstziegel bedeutet der, dass sie... Pensioniert sind? Ja und nein. Seine Lippen teilten sich und ließen Zähne sehen, die viel zu gleichmäßig waren, um etwas anderes als ein Gebiss zu sein. Mit 68 musste ich in den Ruhestand gehen, wenigstens offiziell, aber ich habe mein ganzes Leben lang in der State Police oder beim GSA gearbeitet. Beim Generalstaatsanwalt, wissen Sie? Und bin nun sozusagen ein altes Feuerwehrpferd, das einen Ehrenplatz im Stall hat. Eine Art Maskottchen, wissen Sie? Ich glaube, dass du weit mehr bist. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Nein, danke, den behalte ich lieber an. So lange bleibe ich nicht. Wenn es draußen schneien würde, dann würde ich ihn natürlich aufhängen, damit er Ihnen nicht den Boden voll tropft. Aber <laughs> das tut es ja nicht. Es ist nur verflixt kalt, wissen Sie? Zu kalt für Schnee, hätte mein Vater gesagt, und in meinem Alter spüre ich die Kälte viel mehr als vor fünfzig Jahren oder selbst vor 25. Während sie in die Küche vorausging, langsam, damit Ramsay Schritt halten konnte, fragte sie ihn, wie alt er sei. Im Mai 78. Er sagte das hörbar stolz. Wenn ich es erlebe. Das füge ich immer an, damit es Glück bringt. Bisher hat es funktioniert. Was für eine hübsche Küche Sie haben, Mrs. Anderson. Einen Platz für alles. Und alles an seinem Platz. Die hätte meiner Frau gefallen. Sie ist vor vier Jahren gestorben. Tod durch Herzschlag. Ganz plötzlich. Wie sie mir fehlt. So wie ihr Mann ihnen fehlen muss, nehme ich an. Seine blinzelnden Augen, jung und aufmerksam, in von Schmerzfalten umgebenen Höhlen, musterten ihr Gesicht. Er weiß es. Ich weiß nicht woher, aber er weiß es. Sie überzeugte sich davon, dass in der Maschine Kaffee war und schaltete das Gerät ein. Als sie Tassen aus dem Schrank nahm, fragte sie: Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein, Mr. Ramsey? Oder sollte ich Detective Ramsey sagen? Er lachte, aber das Lachen ging in ein Husten über. <laughs> Mich hat schon ewig kein Mensch mehr Detective genannt. Ramsey können Sie auch auslassen. Wenn Sie gleich zu Holt übergehen, ist es mir am liebsten. Und eigentlich wollte ich mit Ihrem Mann reden, wissen Sie, aber er ist natürlich dahin gegangen. Nochmals mein Beileid. Also kommt das nicht mehr in Frage. Tja, das kommt gar nicht mehr in Frage. Er schüttelte den Kopf und setzte sich auf einen der Hocker, die um den Hackklotztisch standen. Sein Mantel raschelte, irgendwo in seinem hageren Körper knarrte ein Gelenk. Aber ich will Ihnen mal was erzählen. Ein alter Mann, der in einem möblierten Zimmer wohnt, was ich tue, auch wenn es ganz hübsch ist, langweilt sich manchmal, wenn er nur den Fernseher als Gesellschaft hat. Und deshalb habe ich mir gedacht, hol's der Teufel, Fahr einfach nach Järmöf und stell deine paar kleinen Fragen trotzdem. Sie wird nicht viele davon beantworten können, habe ich mir gesagt. Vielleicht überhaupt keine, aber wozu nicht trotzdem hinfahren? Du musst mal wieder raus, bevor du hier Rost ansetzt, habe ich mir gesagt. An einem Tag, für den höchstens minus 20 Grad vorausgesagt sind, sagte sie, in einem Dienstwagen mit defekter Heizung? Ja, ja aber ich habe meine thermounterwäsche an sagte er bescheiden haben sie kein eigenes auto mr. ramsey? doch doch! sagte er als wäre ihm das erst jetzt eingefallen. kommen sie, setzen sie sich, mrs. anderson. ich bin zu alt, um zu beißen. nein, der kaffee ist gleich fertig, sagte sie freundlich. sie hatte angst vor diesem alten mann. auch bob hätte angst vor ihm haben sollen. Aber darüber war Bob jetzt natürlich hinaus. Dafür hatte sie gesorgt. Vielleicht können Sie mir inzwischen erzählen, worüber Sie mit meinem Mann reden wollten. Nun, Sie werden es nicht glauben, Mrs. Anderson. Nennen Sie mich einfach Darcy, ja? Darcy, wiederholte er entzückt. Wenn das nicht der hübscheste, altmodischste Name ist. Danke. Nehmen Sie Sahne? Schwarz wie mein Hut. <laughs> so trinke ich ihn. Bloß sehe ich mich in Wirklichkeit als einen der White Hats. Tja, das ist verständlich, nicht wahr? Als Verbrecherjäger und so. Davon habe ich dieses schlimme Bein, wissen Sie, von einer wilden Verfolgungsjagd mit dem Auto damals im Jahr 1989. Ein Kerl hatte seine Frau und seine beiden Kinder ermordet. Solche Taten werden gewöhnlich im Affekt begangen. Von einem Mann, der betrunken oder bekifft oder am Kopf nicht ganz richtig ist. Ramsay tippte sich mit einem von Arthritis verkrümmten Zeigefinger an seinen Haarflaum. Nicht jedoch dieser Kerl. Er hat es getan, um ihre Lebensversicherung zu kassieren. Hat versucht, die Tat als, wie sagt man gleich wieder, Hausfriedensbruch hinzustellen. Ich spare mir die Einzelheiten, aber ich habe herumgeschnüffelt und herumgeschnüffelt. Drei Jahre lang habe ich herumgeschnüffelt. Und endlich glaubte ich, genug in der Hand zu haben, um ihn verhaften zu können. Vielleicht nicht genug, dass es für eine Verurteilung ausgereicht hätte, aber das brauchte ich ihm nicht zu erzählen, nicht wahr? Vermutlich nicht, sagte Darcy. Der Kaffee war heiß und sie schenkte ein. Sie beschloss, ihren ebenfalls schwarz zu trinken. Und das so schnell wie möglich. Dann würde das Koffein sofort wirken und sie hellwach werden lassen. Danke, sagte er, als sie ihm eine Tasse hinstellte. Sie sind die Freundlichkeit in Person. Heißer Kaffee an einem kalten Tag. Was könnte besser sein? Vielleicht gewürzter, heißer Apfelwein. Oh, sonst fällt mir nichts ein. Also, wo war ich gleich wieder? Ah, ich weiß. Dwight Cheminou. Weit oben in der County war das, knapp südlich der Hainesville Woods. Darcy trank noch einen Schluck Kaffee. Sie betrachtete Ramsey über den Rand ihrer Tasse hinweg und hatte plötzlich das Gefühl, wieder verheiratet zu sein. Eine lange Ehe, in vieler, aber nicht in jeder Beziehung eine gute Ehe, von der Art, die sich am besten mit einem Scherzwort beschrieben ließ. Sie wusste, dass er es wusste, und er wusste, dass sie wusste, dass er es wusste. Eine solche Beziehung war nicht viel anders, als sehe man bei einem Blick in einem Spiegel einen weiteren Spiegel und darin eine ins unendlich fortgesetzte Reihe weiterer Spiegel. Die eigentliche Frage war jetzt, was er mit seinem Wissen anfangen würde, was er tun konnte. Nun, sagte Ramsay, indem er seine Kaffeetasse abstellte und sich unbewusst das schmerzende Bein zu reiben begann, es war einfach so, dass ich gehofft habe, diesen Kerl provozieren zu können. Ich meine, er hatte das Blut einer Frau und zweier Kinder an den Händen, daher habe ich mich berechtigt gefühlt, mit nicht ganz sauberen Methoden zu arbeiten. Und das hat geklappt. Er ist geflüchtet und ich habe ihn in die Haynesville Woods verfolgt, in denen alle Meile ein Grabstein steht, wie es in dem alten Song heißt. Und dort sind wir in Wicked's Curve verunglückt. Er ist gegen einen Baum gefahren, ich in seinen Wagen. Davon habe ich dieses Bein, von dem Stahlstift in meinem Genick ganz zu schweigen. Das tut mir leid. Und der Mann, den Sie verfolgt haben, was hat er bekommen? Ramsays Mundwinkel gingen zu einem schmallippigen, einzigartigen, kalten Lächeln nach oben seine jungen augen blitzten den tod darcy hat dem staat 40 oder fünfzig jahre kost und logis in schorschenk gespart sie sind ein regelrechter himmelhund nicht wahr mr. ramsay statt verständnislos dreinzusehen legte er seine missgebildeten hände mit den handflächen nach vorn neben den kopf und leierte im eintönigen singsang eines schuljungen herunter ich verfolgte ihn die nächte und die tage hinab ich verfolgte ihn durch der jahre bogen ich verfolgte ihn durchs labyrinth meiner und so weiter haben sie das in der schule gelernt nein ma'am im jugendverband der methodisten ach das liegt schon viele jahre zurück habe damit eine bibel gewonnen die ich im jahr darauf im sommerlager verloren habe nur habe ich sie nicht verloren sie ist mir gestohlen worden können Sie sich vorstellen, dass jemand so tief sinkt, dass er eine Bibel stiehlt? Bist du mein Freund? Bist du's? Das wusste sie nicht. Aber eines stand für sie fest: Bobs Freund wäre er nicht gewesen. Ist dies das einzige Gedicht, das Sie auswendig können? Holt? Nun, früher habe ich der Tod des Tagelöhners aufsagen können, sagte er bescheiden. Aber jetzt erinnere ich mich nur noch an den Teil, in dem es heißt, dass die Heimat der Ort ist, an dem Sie einen aufnehmen müssen, wenn man dorthin zurückkehrt. Das ist wahr. Finden Sie nicht auch? Unbedingt. Seine hellen haselnussbraunen Augen sahen forschend in ihre. Die Intimität dieses Blicks war unanständig, als musterte er sie unbekleidet und unangenehm, vielleicht aus demselben Grund. Was wollten Sie meinen Mann fragen, Holt? Nun, ich hatte schon mal mit ihm gesprochen, wissen Sie, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass er sich daran erinnern würde, wenn er noch lebte. Das liegt schon lange zurück. Wir waren beide erheblich jünger, und Sie müssen fast noch ein Kind gewesen sein, wenn man bedenkt, wie jung und hübsch Sie heute sind. Sie bedachte ihn mit einem eisigen Ersparen Sie mir das Lächeln. Dann stand sie auf, und goss sich noch einen Kaffee ein. Ihre erste Tasse war schon ausgetrunken. Sie wissen wahrscheinlich von den Bidi Morden, sagte er. Sie meinen den Mann, der Frauen ermordet und ihre Ausweise der Polizei schickt? Sie hielt die Tasse völlig ruhig in der Hand und kam an den Tisch zurück. Davon können die Zeitungen gar nicht genug bekommen. Er zeigte auf sie, Bobs Fingerpistolengeste, und blinzelte ihr zu. Da haben Sie recht. Ja, Sir. Ich war zufällig ein bisschen mit dem Fall befasst. Damals noch nicht im Ruhestand, aber kurz davor. Ich stand in einem gewissen Ruf, jemand zu sein, der beim Herumschnüffeln gelegentlich Erfolg hat. Wenn er sich auf seinen Dingsbums verließ. Instinkt? Wieder die Fingerpistole. Wieder ein Blinzeln. Jedenfalls schickt man mich los, damit ich alleine arbeite. Wissen Sie? Der alte hinkende Holt zeigt seine Bilder vor, stellt seine Fragen und naja, er schnüffelt eben herum, wissen Sie. Ich habe immer eine Nase für solche Fälle gehabt, Darcy, und diese Fähigkeit eigentlich nie verloren. Das war im Herbst 1997, kurz nach der Ermordung einer Frau namens Stacy Moore. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Ich glaube nicht, sagte Darcy. Sie würden sich an ihn erinnern, wenn sie die Fotos vom Tatort gesehen hätten. Ein grausiger Mord. Wie die arme Frau gelitten haben muss. Aber dieser Kerl, der sich Bidi nennt, hat eine lange Pause gemacht. Über 15 Jahre und muss im Kessel viel Druck aufgebaut haben, der nur darauf wartete, explodieren zu können. Und dabei ist sie verbrüht worden. Jedenfalls hat der damalige GSA mich auf diesen Fall angesetzt. Der alte Holt soll sich mal daran versuchen, hat er gesagt. Er tut ohnehin nicht viel und ist dann wenigstens beschäftigt. Schon damals war ich für jedermann der alte Holt. Wegen des Hinkens, würde ich vermuten. Ich habe mit ihren Freunden, ihren Nachbarn draußen an der Route 106 und ihren Arbeitskolleginnen in Waterville geredet. Oh, <laughs> ich habe viel mit ihnen gesprochen. Sie war Serviererin im Restaurant Sunnyside in dieser Kleinstadt. Viele der Gäste da sind nur auf der Durchreise, weil der Turnpike ganz in der Nähe vorbeiführt. Aber mich haben mehr die Stammgäste interessiert. Die männlichen Stammgäste. Ja, natürlich, murmelte sie. Einer davon war ein passabel aussehender, gut gekleideter Kerl Anfang bis Mitte 40. Ist alle drei bis vier Wochen reingekommen und hat sich immer an einen von Stacy's Tischen gesetzt. Nun, das sollte ich vielleicht nicht sagen, weil dieser Kerl sich als ihr verstorbener Ehemann erwiesen hat. Aber nachdem jetzt beide tot sind, gleicht sich das sozusagen aus. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ramsey verstummte, sichtlich verwirrt. Sie haben sich ganz verheddert, sagte Darcy unwillkürlich amüsiert. Tun Sie sich einen Gefallen und sagen Sie es einfach. Ich bin schon erwachsen. Sie hat mit ihm geflirtet? Läuft es darauf hinaus? Sie wäre nicht die erste Serviererin gewesen, die mit einem Mann auf Reisen flirtet, auch wenn dieser Mann einen Ehering am Finger hat. Nein, so war's nicht ganz. Nach allem, was ihre Kolleginnen mir erzählt haben und das ist natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen, weil weil alle sie gern gemocht haben, hat er mit ihr geflirtet und nach Aussage der anderen hat ihr das nicht sehr gefallen. Sie hat gesagt, der Kerl sei ihr unheimlich. Das klingt nicht nach meinem Mann und es passte übrigens nicht zu dem, was Bob ihr erzählt hatte. Nein, aber er scheint's gewesen zu sein, ihr Mann, meine ich. Und eine Ehefrau weiß nicht immer, was ihr Mann auf Reisen macht, auch wenn sie es zu wissen glaubt. Jedenfalls hat mir eine der Serviererinnen erzählt, der Kerl habe einen Toyota Forerunner gefahren. Das wusste sie, weil sie selbst einen hatte. Und wissen Sie was? In den Tagen vor dem Mord an Stacy Moore haben Nachbarn einen Vorrunner wie diesen mehrmals in der Umgebung des Verkaufsstands der Familie Moore gesehen, zuletzt nur einen Tag vor dem Mord, aber nicht am Tag der Tat. Nein, aber ein umsichtiger Mann wie dieser Biddy würde auf so etwas achten, nicht wahr? Vermutlich. Nun, ich hatte eine Personenbeschreibung und habe damit die Umgebung des Restaurants abgegrast. Ich hatte nichts Besseres zu tun. Eine Woche lang habe ich mir nur Blasen gelaufen und ein paar Tassen Mitleidskaffee bekommen, allerdings keinen so guten wie ihren, so dass ich schon aufgeben wollte. Dann bin ich in ein Geschäft in der Innenstadt geraten. Mickelson Coins. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Natürlich. Mein Mann war Numismatiker. Und Mickelsons war einer der drei bis vier besten Münzhändler in Maine. Obwohl er jetzt nicht mehr existiert, glaube ich. Soviel ich weiß, ist der alte Mr. Mickelson gestorben und sein Sohn hat das Geschäft aufgegeben. Richtig. Naja, Sie wissen, wie es in dem Song heißt. Zuletzt raubt die Zeit einem alles: das Sehvermögen, den elastischen Schritt, sogar das beschissene Sprungvermögen. Äh, entschuldigen Sie den Ausdruck. Aber damals hat George Mickelson noch gelebt. Aufrecht und die Luft schnüffelnd murmelte Darcy. Holt Ramsey lächelte. Genau, wie Sie sagen. Jedenfalls hat er die Personenbeschreibung erkannt. Hey, das klingt wie Bob Anderson, hat er gesagt. Und wissen Sie was? Er hat einen Toyota Forerunner gefahren. Oh, aber den hat er vor langer Zeit in Zahlung gegeben, sagte Darcy. Für einen Chevrolet Suburban, nicht wahr? Ramsey sprach den Hersteller als Chevrolet aus. Ja. Darcy faltete die Hände und betrachtete Ramsay gelassen. Nun waren sie fast zum Kern der Sache vorgedrungen. Die Frage war nur, für welchen Partner der nicht mehr existierenden Ehe der Andersons dieser alte Mann mit dem scharfen Blick sich mehr interessierte. Den Suburban. Haben Sie wohl nicht mehr? Nein. Ich habe ihn etwa einen Monat nach dem Tod meines Mannes verkauft, ich habe eine Anzeige in Onkel Henrys Tauschführer gesetzt und jemand wollte ihn sofort haben. Ich dachte, wegen des hohen Meilenstands und weil Benzin so teuer ist, wird es Probleme geben. Aber das war nicht der Fall. Viel habe ich natürlich nicht bekommen. Und zwei Tage vor der Abholung durch den Käufer hatte sie den Suburban sorgfältig von vorn bis hinten abgesucht, sogar unter dem Teppichboden im Laderaum. Sie hatte nichts gefunden. Aber trotzdem 50 Dollar dafür gezahlt, ihn außen waschen? Was ihr egal war, und ihn mit Dampf reinigen, worauf sie großen Wert legte, zu lassen. Ah, der gute alte Onkel Henrys. So habe ich den Fort meiner verstorbenen Frau auch verkauft. Mr. Ramsey? Holt. Holt. Haben Sie Bob eindeutig als den Mann identifizieren können, der mit Stacy Moore geflirtet hat? Nun, als ich mit Mr. Anderson gesprochen habe, hat er zugegeben, bereitwillig zugegeben, gelegentlich im Sunnyside gewesen zu sein, aber behauptet, nie besonders auf die Serviererin geachtet zu haben. Seiner Darstellung nach ist er immer mit irgendwelchem Papierkram beschäftigt gewesen. Aber ich habe natürlich sein Bild herumgezeigt. Aus seinem Führerschein, verstehen Sie, und das Personal hat ihn wiedererkannt. Hat mein Mann gewusst, dass Sie. Speziell an ihm interessiert waren? Nein. Für ihn war ich nur ein altes Hinkebein auf der Suche nach Zeugen, die irgendwas gesehen haben könnten. Von einem alten Knaben wie mir hat niemand Angst, wissen Sie? Ich habe große Angst vor dir. Recht dürftige Beweise, sagte sie, falls Sie versucht haben sollten, jemandem etwas nachzuweisen. Gar keiner. Er lachte fröhlich, aber die haselnussbraunen Augen blieben kalt. Hätte ich welche gehabt, hätten Mr. Anderson und ich unser kleines Gespräch nicht in seinem Büro geführt, Darcy. Wir hätten es in meinem Büro geführt, das niemand verlässt, bevor ich sage, dass er gehen kann. Oder natürlich, bevor sein Anwalt ihn frei bekommt. Vielleicht wird's Zeit, dass sie aufhören, um den heißen Brei herumzuschleichen, Holt. Also gut, stimmte er zu. Warum nicht? Weil mir inzwischen schon jeder normale Schritt verdammt weh tut. Der Teufel soll diesen alten Dwight Cheminot holen. Und ich will sie nicht den ganzen Vormittag belästigen, also machen wir es kurz. Ich konnte nachweisen, dass ein Toyota-Forerunner am Tatort oder in der Nähe des Tatorts zweier Morde aus Bidis erster Serie war. Nicht derselbe Wagen, ein andersfarbiger. Aber ich konnte auch nachweisen, dass ihrem Mann in den 70er Jahren ein weiterer Forerunner gehört hat. Das stimmt, der Wagen hat ihm gefallen, also hat er ihn für ein neueres Modell in Zahlung gegeben. Genau das tun Männer manchmal. Und der Forerunner ist in Gegenden beliebt, in denen fast ein verdammtes halbes Jahr lang Schnee liegt. Aber nach dem Mord an Stacy Moore und nach unserem Gespräch hat er ihn gegen einen Suburban eingetauscht. Nicht sofort, sagte Darcy lächelnd. Den Forerunner hatte er bislang nach der Jahrtausendwende. Ich weiß, er hat ihn 2004 in Zahlung gegeben, nicht lange bevor Andrea Honeycutt drunten bei Nashua ermordet wurde, ein graublauer Suburban-Baujahr 2002. Ein Suburban ungefähr dieses Modelljahrs und mit genau dieser Farbgebung ist in den Wochen vor Mrs. Honeycutts Ermordung verhältnismäßig oft in ihrem Wohnviertel gesehen worden. Aber nun kommt etwas Merkwürdiges. Er beugte sich vor: Ich habe einen Zeugen gefunden, der ausgesagt hat, der Suburban sei in Vermont zugelassen gewesen. Und eine andere Zeugin. Eine kleine alte Dame von der Art, die aus Mangel an besserer Beschäftigung den ganzen lieben Tag lang am Wohnzimmerfenster sitzt und die Ereignisse in der Nachbarschaft beobachtet, hat gesagt, der eine, den sie gesehen habe, habe New Yorker Kennzeichen gehabt. Bob hatte Kennzeichen aus Maine, sagte Darcy, wie Sie recht gut wissen. Natürlich, natürlich. Aber Kennzeichen kann man stehlen, wissen Sie? Was ist mit den Shaverstone-Morden, Holt? Ist in Helen Shaverstones Wohnviertel ein graublauer Suburban gesehen worden? Wie ich sehe, haben Sie den Fall Biddy etwas genauer verfolgt als die meisten Leute, auch etwas genauer, als Sie anfangs haben erkennen lassen. Ist einer gesehen worden? Nein, sagte Ramsey. Das nicht. Aber ein graublauer Suburban ist bei Amesbury in der Nähe des Baches, in den die Leichen geworfen wurden, gesehen worden. Er lächelte wieder, während seine kalten Augen sie musterten. Wie Müll abgeladen. Sie seufzte. Ich weiß. An die Kennzeichen des Suburban bei Amesbury konnte sich niemand erinnern, aber hätte jemand darauf geachtet, Wären sie wohl aus Massachusetts gewesen oder aus Pennsylvania oder sonst woher. Nur nicht aus Maine. Er beugte sich wieder vor. B.D. hat Mitteilungen beigelegt, wenn er uns die Ausweise seiner Opfer geschickt hat. Hat uns verspottet, wissen Sie? Hat uns herausgefordert, ihn zu erwischen. Vielleicht wollte er irgendwie sogar geschnappt werden. Vielleicht, sagte Darcy, obwohl sie das in Wirklichkeit nicht glaubte. Seine Mitteilungen waren in Druckbuchstaben geschrieben. Leute, die das tun, glauben Druckschrift lasse sich nicht identifizieren. Aber meistens ist das doch möglich. Die Ähnlichkeiten treten hervor. Sie haben wahrscheinlich keine Akten Ihres Mannes mehr im Haus. Die nicht an seine Firma zurückgegangen sind, habe ich entsorgt. Aber ich vermute, dass es dort reichlich Schriftproben gibt. Wirtschaftsprüfer werfen nie etwas weg. Er seufzte. Genau. Aber solche Firmen rücken ohne richterliche Anordnung nichts heraus. Und um die zu bekommen, müsste ich meinen Verdacht begründen können, was ich einfach nicht kann. Ich habe eine Menge Zufälle, die meiner Überzeugung nach allerdings keine Zufälle sind, und ich habe eine Anzahl von nun Annäherungen, so könnte man sie nennen, aber nicht entfernt so viele, dass sie als Indizienbeweise gelten könnten. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen, Darcy. Ich dachte erst, Sie würden mich sofort rausschmeißen. Aber Sie waren sehr freundlich. Sie sagte nichts. Er beugte sich noch weiter vor und kauerte jetzt fast über dem Tisch, wie ein Raubvogel. Aber in der eiseskälte seiner Augen war noch etwas anderes sichtbar. Sie glaubte, es könnte Güte sein. Sie betete darum, dass es Güte war. Darcy. War ihr Mann BD? Sie war sich darüber im Klaren, dass er ihr Gespräch möglicherweise aufzeichnete. Das war immerhin denkbar. Statt zu antworten, hob sie eine Hand vom Tisch und zeigte ihm ihre rosa Handfläche. Sie haben sehr lange nichts geahnt, nicht wahr? Sie sagte nichts, sah ihn nur an, sah in ihn hinein, wie man es manchmal bei Leuten tat, die man gut kannte. Nur musste man dabei vorsichtig sein, weil man nicht immer das sah, was man zu sehen glaubte. Das wusste sie inzwischen. Und dann haben sie's gewusst. Eines Tages haben sie's gewusst. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee holt? Eine halbe, sagte er. Dann lehnte er sich zurück und verschränkte die Arme vor der schmalen Brust. Von mehr bekäme ich Sodbrennen. Und ich habe vergessen, heute Morgen meine Santag einzunehmen. Ich glaube, dass ich oben im Medizinschränkchen ein paar Prilosec habe, sagte sie. Die haben Bob gehört. Soll ich sie holen? Ich würde nichts von ihm einnehmen, auch wenn ich innerlich in Flammen stünde. Wie Sie wollen, sagte sie mild und schenkte ihm etwas Kaffee nach. Entschuldigung, sagte er, aber manchmal gehen meine Gefühle mit mir durch, diese Frauen. All diese Frauen und der Junge, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, das war das Schlimmste. Ja, sagte sie und gab ihm die Tasse. Sie sah, wie seine Hand zitterte und vermutete, dass dies sein letztes Rodeo war, ganz gleich wie clever er war, und er war erschreckend clever. Eine Frau, die erst sehr spät im Spiel rausbekommt, was ihr Mann ist, befände sich in einer schwierigen Lage, sagte Ramsey. Ja, das kann ich mir vorstellen, sagte Darcy. Wer würde ihr glauben, wenn sie behauptet, sie habe all diese Jahre mit einem Mann zusammengelebt und nie geahnt, was er war. Nun, dann wäre sie ein, wie heißt er gleich wieder, dieser Vogel, der im Maul eines Krokodils lebt? Angeblich, sagte Darcy, lässt das Krokodil den Vogel leben, weil der ihm die Zähne säubert. Pickt die Körner in den Zwischenräumen heraus. Mit den Fingern der rechten Hand machte sie Pickbewegungen. Das stimmt vermutlich nicht. Wahr dagegen ist, dass ich Bobby häufig zum Zahnarzt gefahren habe. Hätte ich es nicht getan, hätte er seine Termine oft absichtlich vergessen. In Bezug auf Schmerzen war er schrecklich wehleidig. Ihre Augen füllten sich unerwartet mit Tränen. Sie verwünschte sich und wischte sie mit den Handballen weg. Dieser Mann würde keine um Robert Anderson vergossenen Tränen respektieren. Vielleicht täuschte sie sich da aber auch. Ramsay nickte ihr lächelnd zu. Und ihre Kinder, die würden unter die Räder geraten, wenn die Welt erführe, dass ihr Vater reihenweise Frauen gefoltert und ermordet hat. Und dann zum zweiten Mal, wenn die Welt glauben müsste, ihre Mutter habe ihn viele Jahre lang gedeckt, ihm vielleicht sogar geholfen, wie Mara Hindley diesem Ian Brady geholfen hat. Wissen Sie, wer die beiden waren? Nein. Schön, lassen wir das. Aber stellen Sie sich folgende Frage. Was würde eine Frau in einer solch schwierigen Situation tun? Was würden Sie tun, Holt? Das weiß ich nicht. Meine Situation liegt etwas anders. Ich bin vielleicht nur ein alter Klepper, das älteste Pferd im Feuerwehrstall. Aber ich trage eine Verantwortung gegenüber den Angehörigen der ermordeten Frauen. Sie haben ein Recht darauf, dass diese Fälle abgeschlossen werden. Das verdienen Sie gewiss. Aber brauchen Sie es auch? Robert Shaverstones Penis war abgebissen. Wussten Sie das? Das wusste sie nicht. Natürlich nicht. Sie schloss die Augen und spürte heiße Tränen durch die Wimpernquellen. Er musste nicht Leiden. Von Wegen dachte sie und wäre Bob jetzt mit bittend erhobenen Händen vor ihr erschienen, hätte sie ihn wieder umgebracht. Sein Vater weiß es, sagte Ramsey. Er sprach leise und er muss Tag aus, Tag ein mit diesem Wissen über sein geliebtes Kind leben. Das tut mir leid, flüsterte sie. Das tut mir schrecklich leid. Sie spürte, wie er über den Tisch hinweg ihre Hand ergriff. Wollte sie nicht aufregen. Darcy schüttelte die Hand ab. Natürlich wollten sie das. Aber glauben sie, dass ich das nicht war? Glauben sie, dass ich das nicht längst war? Sie. Sie, neugieriger alter Schnüffler! Er lachte glucksend und ließ dabei seine glänzenden, falschen Zähne sehen. Oh nein! Das glaube ich keineswegs. Ich hab's gleich gesehen, als sie die Tür geöffnet haben. Er machte eine Pause, dann fügte er bedächtig hinzu Ich habe alles gesehen. Und was sehen Sie jetzt? Er stand auf, schwankte leicht, fand sein Gleichgewicht wieder. Ich sehe eine tapfere Frau, die in Ruhe gelassen werden sollte, damit sie ihre Hausarbeit erledigen kann. Und für den Rest ihres Lebens sowieso. Sie stand ebenfalls auf. Und die Familien der Opfer? Die ein Recht darauf haben, dass die Fälle abgeschlossen werden? Sie zögerte, weil sie den Rest nicht sagen wollte. Aber das musste sie. Dieser Mann war trotz starker Schmerzen, vielleicht fast unerträglicher Schmerzen, hergekommen und nun ließ er sie laufen. Wenigstens glaubte sie das. Robert Shaverstones Vater? Der Junge ist tot. Und sein Vater ist's praktisch auch. Ramsay sprach in einem ruhigen, nüchtern urteilenden Ton, den Darcy wiedererkannte. So hatte Bob gesprochen, wenn klar gewesen war, dass ein Mandant seiner Firma vom Finanzamt vorgeladen werden würde und sich auf unangenehme Fragen gefasst machen musste. Hängt von morgens bis abends an der Whiskyflasche. Würde sich daran etwas ändern, wenn er wüsste, dass der Mörder seines Sohns, der Verstümmler seines Sohns, tot ist? Das glaube ich nicht. Würde auch nur eines der Opfer dadurch wieder lebendig? Nein. Brennt der Mörder jetzt wegen seiner Schandtaten im Fegefeuer und leidet selbst unter Verstümmelung, die bis in alle Ewigkeit bluten werden? Das sagt die Bibel, zumindest im Alten Testament. Und nachdem unsere Gesetze von dort stammen, genügt mir das. Danke für den Kaffee. Auf der Rückfahrt werde ich an jedem Rastplatz zwischen je und Augusta anhalten müssen, aber das ist mir's wert. Sie kochen guten Kaffee. Als Darcy ihn zur Tür begleitete, wurde ihr klar, dass sie zum ersten Mal, seit sie in der Garage gegen den Karton gestoßen war, wieder das Gefühl hatte, auf der richtigen Seite des Spiegels zu sein. Es war gut zu wissen, dass er gefasst worden wäre dass er nicht so überragend clever gewesen war, wie er geglaubt hatte. Danke für Ihren Besuch, sagte sie, während er seinen Homburg Penibel gerade aufsetzte. Sie öffnete die Tür und ein Schwall kalter Luft wehte herein. Aber das störte sie nicht. Die Kälte auf ihrer Haut fühlte sich gut an. Sehen wir uns wieder? Nein. Nächste Woche ist für mich Schluss. Voll im Ruhestand ziehe nach Florida, allerdings nicht für lange, sagt mein Arzt. Tut mir leid, das zu. Er zog sie plötzlich in die Arme. Sie waren dünn, aber sehnig und überraschend stark. Darcy war überrascht, aber nicht erschrocken. Die Krempe seines Homburgs drückte gegen ihre Schläfe, als er ihr ins Ohr flüsterte: Sie haben das Rechte getan. Und sie auf die Wange küsste. Zwanzig. Er ging langsam und vorsichtig den Weg entlang und achtete auf die Eisplatten. So bewegte sich ein alter Mann. Er sollte wirklich einen Stock benutzen, dachte Darcy. Er ging vorn um den Wagen herum, weiter mit gesenktem Kopf, um aufs Eis zu achten, als sie seinen Namen rief. Er drehte sich halb nach ihr um und zog die Augenbrauen hoch. Als Junge hatte mein Mann einen Freund, der dann tödlich verunglückt ist. Tatsächlich. Das Wort wurde mit einer dampfenden Atemwolke ausgestoßen. „Ja“, sagte Darcy. „Sie könnten nachlesen, was damals passiert ist, ein tragischer Unfall, obwohl er nach Aussage meines Mannes kein sehr netter Junge war.“ „Nein? Nein. Er war einer dieser jungen, die gefährlichen Fantasien nachhängen. Sein Name war Brian Delahanty, aber Bob hat ihn immer nur B, D, Bidi genannt. Ramsey blieb einige Sekunden lang neben seinem Wagen stehen und schien zu überlegen. Dann nickte er. Das ist sehr interessant. Vielleicht sehe ich mir die Berichte darüber auf dem Computer an. Oder vielleicht auch nicht. Schließlich liegt alles lange zurück. Danke für den Kaffee. Danke für das Gespräch. Sie beobachtete, wie er die Straße entlang davonfuhr. Er fuhr mit dem Selbstbewusstsein eines weit jüngeren Mannes, fiel ihr auf, vielleicht weil er noch so scharfe Augen hatte. Dann ging sie wieder hinein. Sie fühlte sich jünger, leichter. Als sie vor den Spiegel in der Diele trat, sah sie nur ihr eigenes Spiegelbild. Und das war gut.